zum kleinen abendlichen Stream hier am Donnerstag mit dem Christian, dem Jonathan und mir, dem Peter. Schön, dass ihr da seid. Hallo Sora und Happy und Lox und der Stilett und der Kuri und Cedric und Stefan und Black Grass. Ja, Montag darfst du. Lord Kura, Dr. Wetzer. Oh, ja, jetzt geht's zu schnell. Leak Nausket, Dead Lady Aria. Schön, dass ihr alle da seid. Dankeschön für eure ganzen Geburtstagsglückwünsche. Das ist sehr, sehr lieb von euch. Danke, danke, danke. Und danke für die Subs. So wie Zanderfahrt und Next und Brockster und Sub und Tipp und Sandro und GRX Smaug hat 5 Subs verschenkt, während wir noch in der Pre-Show waren. Dankeschön. Und im Hintergrund seht ihr, Anni hat heute Morgen, während ich noch geschlafen habe, den Hintergrund geschmückt. Als Happy Birthday. Und wir haben gesagt, wir schenken uns nichts. Und sie hat Pralinen aus dem KDW mitgebracht. Oh. Ja, die hat sie wahrscheinlich vorher die Hälfte davon selber gegessen. Da passten nur 9 rein. Und es waren 9 drin. Oh. Vielleicht hat sie aber eine ganze Packung vorher. Ne? Ja, wobei, ne, gerade soll sie ein bisschen auf Zuckerwert achten, wegen Schwangerschaft. Die Arme. Ach, da auch noch? Ja, ja. Das ist alles. Man darf. Alles Gute geht da nicht mehr. Je nachdem. Schade. Heute spielen wir ein bisschen Stardew Valley. Ein bisschen entspannt. Könnt euch zurücklehnen, ein bisschen gemeinsam den Abend verbringen. Hat Bram das Shampoo von euch bekommen? Stimmt, der hat auf Instagram ein Geschenk gepostet, was er gekriegt hat. Irgendwas mit Schwanzgel oder so. Schwanzglanz. Schwanzglanz, genau. Das hat er nicht von uns bekommen. Alter, der hat von uns so gar nichts gekriegt. Also, oder hat euch jemand, von euch jemand was Bram geschenkt? Ich. Bram, der. Freien Arbeitstag habe ich dem geschenkt. Ja, genau. Das stimmt. Ja, wir schenken uns bei Pizza mit nichts zum Geburtstag. Okay, wie connecte ich denn? Alter, ich komme da nicht drauf klar. Danke Kimi und Mr. Knight und Crystal Chris und Janni Böri und Reeled und Melin. Ich würde sagen, wir können von mir aus gerne ins Spiel starten. Da muss Jay nur den Server hochfahren. Ja, kein Ding. Für den King. Mr. Morgang hat gerade geradet. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Mori. Herzlich willkommen an alle, die gerade mit rübergekommen sind. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit bei Mori. Was ist passiert? Server steht. Dankeschön. Ein Haufen Weed für 5 geschenkte Subs. So, wie join ich denn jetzt hier nochmal einfach bei Steam? Nein. Nein, das musst du über den Code oder so gehen. Wie geht das denn nochmal, dammit? Das weiß ich nicht. Wir haben Code? Er weiß es nicht. Ha! Nee, das ist falsch. Das war ganz einfach. Wie heißt denn das Spiel nochmal, was wir spielen? Stardew Valley. Ach ja, stimmt. Steam oder was? Also, Boot oder was? Muss ich rausfinden? Oh Gott, ich habe alles falsch gemacht jetzt. Das lokale Multiplayer gestartet, das ist natürlich komplett falsch. Wieder ein neues Spiel angefangen. Ja, ich bin wirklich jetzt gerade in einem Game. Scheiße, wie ging das denn letztes Mal? Zurück zum Titel. So, ich kann. La, Koop. So, Koop. Ich bin ja auch voll Idiot. Vielleicht habe ich auch selber normal geladen. Ja, so, jetzt kannst du den Einladungscode. Stimmt, wir brauchen einen Einladungscode. Aber auch nur ganz eventuell. Ja. Das Alter kickt bei Peter immer mehr. Fuck you, Basti. Ja, wobei. Ups, eventuell habe ich auf zurück zum Titel geklickt. Ich muss vielleicht nochmal laden. 35 ist auch schon echt ordentlich. Wie kriegt denn den Scheißcode her? Danke Nightbreaker und Minimi und Dionys und Neth Veven. Sag mal, ist der Einladungscode, kann der unendlich sein? Ich halte die 5 jetzt aber schon ganz schön lange gedrückt. Holy. Oh nein, man kann das nicht markieren. Okay, ich muss zurück. Danke X-Genius. Ah, Pizmeet Hof erneut beitreten. Du musst gar keinen Einladungscode. Wenn der online ist, kannst du einfach draufklicken. Oh, aktualisieren. Ah ja, perfekt. Wer bin ich denn? Ich bin Peter. Nein, ich bin Peter. Ich habe eine güldene Oberteil an. Das habe ich gefunden, mit güldene Oberteil. Natürlich hat er wieder goldene Sachen an. Na klar.
Wenn du einen so. Achso, warte mal, ich sollte Wurf. Vielleicht den ich Leuten noch Post. Zeigen, was wir haben Sache Post. Ist, oder? Ich komme nicht in meine Post dran, weil ich eine Lampe davor gesetzt habe. Scheiße. Wie kann ich denn wieder... Da. An Christian. So, jetzt seht ihr auch mal wie was, geht Chat. Es dir, mein Schatz? Ich vermisse dich so sehr. Achso, wow, Mama. Ja, Mama sagt... Wow. Das war... Ich vermisse dich, mein Schatz. Ja, oh, ich habe auch gerade gedacht. Lala, wie schreibt mir denn dein Liebesbriefchen? Die hat mir Kekse geschickt. Ja. Oh, Kekse hätte ich jetzt auch gerne. Aber ich habe also, meine Gießkanne verlegt. Das ist euch... Warte mal, ich zoome mal ein bisschen weiter ran. Ne? Das ist jetzt gerade ein bisschen sehr klein für euch wahrscheinlich. Holy shit, Alter, was hast du für Field of View? Ja, das ist, glaube ich, in das dem ja Fall halt so Maximum. Lol. Aber es ist halt, ja. Also wenn ich jetzt hier stehe, wo ich bin, sehe ich ungefähr gerade den Anfang des Zaunes. Das ja, sieht halt jetzt bei mir eher so aus wie bei oben. Dir. Also weil ich weiter reinzoomen kann ich nicht. Ja. Ich sehe das bis zu dem kaputten Haus. Warte mal, wo ist denn jetzt hier? Ach, der hat den da ein Feld vergessen. Ja, ich muss erstmal Wasser finden. Ja, ich habe gerade die komische Puppe da bewässert. Ich hoffe, sie appreciated das. Ja, du hast sie nass gemacht. Liebes Gewässerchen. Das gab's doch auch, gab's doch so automatische. Lol, da kommt ein. Achso, nee, ist kein. Da das kommt ein NPC angerannt. Was? Nix. Alles gut. Brauchen wir denn irgendwas? Oder ich gehe jetzt. Was mache ich denn heute? Ja, das ist uns überlassen. Ich bin überfordert. Ich gehe ins Dorf, Chicks auf. Wir müssen jetzt erstmal wieder reinkommen, ne? Wie kann ich rennen? Ah, nee. Man erstmal sage ich hier wieder unseren hier Bram. Bram und Sepp habe ich schon gefüttert. Hast du da einen Penis hinter deren Namen gemacht? Ja. Es bei Bram. Ist ja, nur bei Bram. Hast du dann auch schon die Eier rausgeholt? Ja, die sind schon verkauft. Klingt irgendwie falsch. Aber Bram, also Jay ist jetzt so full in the game, weil der jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen private. Ich hab das Spiel nicht 35 Stunden ey, gespielt. Nein. Ich hab auf Twitter jetzt erst sondern von dem Affen. 34 Stunden? Nee. Der Affe hat letztens getwittert, dass wenn du das Menü aufmachst und auf ein Item gehst und dieser Baum daneben leuchtet, dann brauchst du das noch in dem Gemeinschaftszentrum. Das wusste ich nicht. Wenn du was machst, das musst du mir nochmal erklären. Wenn du im Menü so Items anguckst und dann leuchtet dieser Gemeinschaftsbaum, dann brauchst du das noch in dem Gemeinschaftszentrum. Geil. Und ich... Das ist ja insane, Alter. Ist das irgendwann dazu gepatcht worden? Nee, das geht von Anfang an. Never! Da hat auch dann so jemand drunter geschrieben, so, oh, das ist aber cool, dass du es nachgepatcht hast. Und dann hat auch drunter geschrieben, oh, das ist schon ein bisschen länger. Ja, ein bisschen länger kann ja sein, aber von Anfang an. Okay, das heißt, wenn ich jetzt, also hier in unserer Tour gibt es gerade nichts, was noch ins Gemeinschaftszentrum. Ja, Onda, wir spielen natürlich schon das Update. Ja, was heißt denn schon das Update? Das ist nee, so, ich glaube, wir haben ist da schon nix. Eine Woche draußen, ne? Hey, bleib hier! Ich möchte Alter. Kurz mal an dir ziehen. Ach, Emily, die alte Saufnase. Ah ne, das war gar nicht Emily. Wer ist denn die Saufnase? Gibt's die Saufnase? Ah doch, ja, die ja, eine. Ja, die Mutti da. Ja, stimmt. Pam. Das... Der Schlein hat posiert. Ja, Schlein. Pam. Oh, wir haben eine Quest. Hallo, Robin hier. Kannst du mir 30 Stück Holz? Ja, klar. Das mache ich dann mal 30 Stück Holz können wir. Ich muss den ganz frisch den, glaube ich, bringen. Das ist voll dumm. Weißt du, wenn du das so parat hast, das darfst du nicht. Nee, das hatten wir ja letztes Mal schon. Frisches Holz ist wichtig. Das hatten wir ja letztes Mal schon. Aber ich gehe jetzt Holz hackern. Ist ja kein Problem. Das heißt, ich muss jetzt erst die Quest annehmen, dann zurückgehen und Holz hacken. Ich glaube, wir konnten einfach alle abgeben, oder? Also, wenn das einer gemacht hat, war cool. Ach so. Probieren wir mal aus. Ich gehe Holzhackerei. Oh, wir haben nicht mehr so viele Bäume bei uns stehen. Wir müssen mal welche neu sehen, glaube ich. Wir gehen sonst irgendwann. Wir brauchen eine Baumschule. Nette Schuhe, sind die aus Plastik? Du bist so eine Bitch. Gerade warst du doch noch nett. Gerade warst du noch nice. Plastik. Und jetzt nicht mehr, oder was? Das machst du so nicht mehr. Geh aber schnell bei dir, Peter. Beste Insight ever. Ja, frisst Kekse. Hast du jetzt die Kekse verschenkt von Mama? Ja, an die Frau, die mich beleidigt hat. Ich glaube, ich habe Issues. Glaube ich auch, Peter. Aber ich habe Long Plan, dann wird die irgendwann richtig unglücklich mit ihrer Figur, weil ich die jetzt vollstopfe mit leckeren Sachen. Ich habe 30 Holz. Wo ist Robin? So, Peter, du bist ein Schlingel. Ja, ich muss mal nachgucken. Wieso geht mir momentan nicht auf? Escape. Bock.
Wer ist denn überhaupt Robin? Habe ich dich schon kennengelernt? Robin ist die Schreinerin. Hast du dich schon alle kennengelernt? Ich habe noch nicht alle kennengelernt. Ah, ja, stimmt, ich habe alle. Robin. Ja, wie Jay sagt, die Schreinerin. Okay, wo war die denn nochmal? Die ist nördlich von dem Dort? Nördlich des Gemeinschaftszentrums. Südlich der Minen. Wie du möchtest. Ach stimmt, du hattest ja so einen Kurzweg zu der Mine letztens, ne? Direkt ja, von unserem Haus aus. Ja, den haben sie auch irgendwann reingepatcht. Nicht. Was? Nein. Ich bin immer durchs Dorf gelaufen zur Mine, immer. Ja, ich geh mal zu Robin das Holz abgeben und wenn ich dann abgegeben habe, kannst du ja mal gucken, ob du da auch... Ja, das ist eine gute Idee, ich komme direkt mit, weil das wäre natürlich der Cheatcode. Hier ist der alte Eremit. So, zack, hier. So. Dankeschön, Neliel und Suicide Bunny und Samwise G und Duniel Dunielson. Dieses tolle Biene und Black Effect. Danke, Sebastian 4xS. Der hat nämlich auch 5 Subs verschenkt. Dankeschön. Du bist nicht mit Sebastian befreundet. Ja, das wusste ich schon länger. Das hier ist der kurze Weg, Alexander the Great, den Christian meint. Den wir gerade gehen. Sind gefeiert. Ja. Hast du abgegeben? Nee, die ist nicht zu Hause. Was soll das denn? Wie soll man der denn Holz gehen, wenn die nicht zu Hause ist? Robin. Und da unten ist das Zimmer von Sebastian, der lässt sich aber nicht rein. Mehr ist da nicht. Ja, die wird irgendwo sein. Ja, die eiert wieder irgendwo rum. Ja, sag mal, worauf. Such mal in einer Kneipe. Dieses Tal hat ein sehr lebendiges und vielfältiges Ökosystem. Was bist du denn für ein Hippie? Ja. Aber Sebastian ist das Kind, oder? Hier ist im Gemischtwarenladen. I'm on my way. Dienstag ist sie doch beim Yoga, oder was? Alter, wie viele Fliegen kommen hier an, Alter? Ah, Jay ist hier sterben. Muss mal wieder waschen. Das hilft. Ja. Da, die ist wirklich beim Yoga im Gemeinschaftszentrum. Oh mein Gott. Im Gemeinschaftszentrum? Ich dachte, die wäre im Gemischtwarenladen. Oh mein Gott. Ja, nee, im Gemischtwarenladen ist... Sorry, da habe ich mich versprochen. Im Gemischtwarenladen ist der Yogakurs. Da stehen sie alle gerade hier. Nee, im Moment, Gemeinschaftszentrum oder Gemischtwarenladen? Gemischtwarenladen. Oh mein Gott. Von Judy, A nach B und Caroline hier. Und da ist Robin. Hey, sieht so aus, hättest du, wonach ich gefragt habe. Holz, das ist eine große Hilfe, danke. Dann gib mir diese Moneys. Wie krieg ich das Money? Wird automatisch... Moment, haben wir das bekommen? Nö, oder? Quatsch die mal an, die Alte. Wir treffen uns jede Woche und unterstützen uns gegenseitig dabei, gesund zu bleiben. Geil, oder? Okay, dann hättest du die vielleicht doch Berliner, annehmen sollen. Du siehst ganz schön fit aus, Judy. Diese Hand fühlt sich irgendwie Gummi. Jetzt sind die ganzen Milfs hier in Stardew Valley in den. Wie heißt die Stadt überhaupt? Marni sagt, ich werde heute gut schlafen, wenn ich mit der fertig bin. Wo steht denn da? Ich hab die Feier. Achso, da steht dran, wenn die ledig sind. Ach, wo okay. Steht das? Im Menü. Wieso ruckeln die alle so bei Peter? Das frag ich mich aber auch. Die lecken so komisch die hin und her, Christian auch. Du bist nicht mit der BG befreundet, aber die Tür ist auf. Ich will jetzt ins Zimmer da reingehen. Was macht die denn? Die spielt hier das Spiel, was man... runterhacken. Oh, lad nicht hoch und lad nicht runter, Peter. Ich weiß es nicht. Ja, ich auch nicht. Ich lad runter. Aber das kann ja nichts daran tun, oder? So, Holz. Ach so, boah, ich hab mich schon gefragt. Frischwasser hat geschrieben, Hi, Ausrufezeichen, Chris. Und ich hab mich gefragt, wer ist denn Ausrufezeichen, Chris? Du musst auf deine Ausrufezeichen klicken oder F drücken. Und dann kannst du sammeln Holz. 240 für mich. Für uns. Für uns. Nutze den Schmelzofen, um einen Kupferbarren zu schmelzen. Oh, das habe ich noch nicht gemacht. Keine Ahnung, Alter. Die NPCs sind bei mir voll am Rumlängen. Warte mal, ich guck aber mal ich laufe wie eine Eins. Ich guck mal eben, ob ich im Hintergrund... Ja, ich lade im Hintergrund runter. Mal gucken, was passiert, wenn ich das... Emma ist weg! Wie hieß die? Doch, die hieß Emma, oder? Ne, wie Robin. Hieß die? Ach, Robin. Scheiße, wo ist die? Kleiner Unterschied. Das ist dasselbe. Ja, also in die Minen brauche ich, glaube ich, nicht mehr gehen. Dann angel ich jetzt noch ein bisschen. Ich habe bis Level 20 jetzt gespielt, da gibt's da ein Schwert neues. Hier ist Robin. Da ist er doch, oder? Ja. Hab ich so gefunden. Aber du bist in der Mine? Nicht mehr. Aber du warst in der Mine, das heißt, ja, wir müssen auch zu Level 20 gehen, um das Schwert zu holen. Dann kannst du ja auch später machen. Ja, aber ich habe ja jetzt noch Zeit. Du hast jetzt auch noch Zeit, du hast auch noch Energie, um Holz zu farmen. Tja.
Theoretisch schon, aber ich will mir das jetzt schwer tun. Oh, ich habe eine Brille! Wer ist denn der Horst, Peter? Jay ist der Horst, aber der sagt, der lehrt nichts, also weiß ich auch nicht. Hä? Nee. Ich habe das Runterladen jetzt auch pausiert. Ach, ja, wieso sammle ich denn hier nur Scheiße? Stahlkurzschwert. So nenne ich mein Schwert. Okay, Jay, da du jetzt voll in dem Game drin bist, wie erweitert man denn nochmal sein Inventar? Musst für, ich glaube, 2000 oder sowas musst du das bei Pierre kaufen. 2000 ist aber auch echt teuer. Yep, das muss jeder. Oh, das ist aber dann wirklich teuer. Yep, deswegen müssen wir mal ein bisschen arbeiten. Dann mach ich das mal schneller als Erster. Ja, wenn du das auch vernünftig umsetzt, kannst du das meinetwegen machen. Treffer! Come on, come on, fischi, fischi. Wirklich nicht mal allzu viele Bäumchen. Hast du ein paar neue Ideen, über die du schlafen kannst? Oh Gott! Ja, da bist du Level aufgestiegen im Kämpfen. Ah. Peter, ist 21.40 Uhr. Den Krebs kannst du abgeben beim Gemeinschaftszentrum, glaube ich. Ja, ich muss vorher erst kannst die Fliege killen. Ja, wirst du ja wohl schaffen mit dem neuen Schwert, du. Ja, hab ich gemacht. Lappen. Sag mal den Keks auf. So die Scheiße. Hey, Wien! Er schmeißt die gute Kirschbombe weg, ich gehe kaputt. Ja, ich wusste nicht, was ich jetzt wegschmeißen soll. Ich muss mich beeilen. Ja, behalt ruhig das scheiß Schwert. Ja, ist das nicht was wert? Kannst nicht mal verkaufen, glaube ich. Ja. Entschuldigung, ich habe da jetzt nicht letztens 35 Stunden reingesteckt. Ja, toll, Peter, was soll das denn, ey? Ja. Was sind denn deine Prioritäten? Ja, bei Dungeons-Dingens. Dungeons-Dingens, das ist auch ein cooles Spiel. Ne, warte, wie heißt das nochmal? Dragon's Dogma. Er hat schon wieder vergessen, was er zockt, Alter. Ich bin ja jetzt im zweiten Gebiet ein bisschen rumgelaufen und ich muss sagen, uiuiui, das ist ein bisschen schwieriger. So, ich bin im Bett. Ich bin im Bett, Peter, wir haben 11 Uhr. Entschuldigung, wann, bis 12 muss man im Bett, oder? Oder bis wann? Zwei. Ja, bis zwei, dann habe ich noch ewig Zeit gehabt, Alter. Oh shit, schon 10:30, schnell. Ja gut, Peter muss dann ins Bett, das stimmt wohl. So, was verkaufen wir denn? Ach so, das Holz durfte ich behalten, die 34. Das ist ja cool. Musstest du das nur zeigen? So, hier, das habe ich geschafft, oder was? Ich pflanze gleich eine Eiche. Ich kann nicht mal mein Schwert wegtun. Nein, das ist ja belastend. Was macht man denn da mit dem Schwert? In den Müll. Schwert in den Müll ziehen. Ja, hab ich gemacht. Ich mit dem Müll. Wo machen wir denn so eine Baumschule? Wir brauchen mal Bäume, Freunde. Eine Baumschule. Und dann die Mathe und Deutsch. Ja, ich glaube, hier fangen wir die an. Zack. Eichel rein. Eichel bewässern. Das Schwert kannst du in der Gilde verkaufen. Ja, schade. Das ja, hat jetzt der Mülleimer. Oder so. Ey, wieso denn überhaupt der Mülleimer? Kannst du halt nicht mal in die... Nee, das habe ich probiert wenigstens. Ganz so blöd bin ich auch nicht. Ja, immerhin. Ja, genau. Danke Timmy761 für den Resub und Jay, wenn du schlafen gehen willst, sag Bescheid, ne? Ich lieg schon im Bett. Ach so, ja, sag doch. Ich bin, meine Energie ist da. Wir haben auch schon 1 Uhr. Ja, Moment, ich regeneriere die ja irgendwann. Cool. Du regenerierst die im Bett oder was? Nein, ich regeneriere die im Bett tatsächlich. Ich habe Angst, dass ich umfalle. Ich gehe jetzt auch ins Bett. Du kannst doch ansonsten auch in diese Thermalquelle, in die Sauna oder was das auch immer ist, gehen. Dann wird das nicht funktioniert. Ah, Kampfstufe 1. Robuster Ring kann ich jetzt herstellen und ein Käfersteak. Oh, das ist so Alter, der hat eine Brasse geangelt. Ja, ich habe doch auch so ein Schwarzding abgegeben. Nein, dann wenn du auf Plus klickst, dann siehst du wahrscheinlich beide. Ah, guck mal, dann das Harz habe ich abgegeben. Der Eierin haben wir verkauft. Wollen wir da nicht irgendwie einen Kuchen von machen? Können wir, glaube ich, noch nicht. Müssen wir unser Haus ausbauen. Das dauert. Kostet, glaube ich, 10k. Hier können wir schon mal ernten. Zippidi-zipp, da haben wir eine Pastinake. Aber nur eine? Was ist mit dem Rest? Geil, oder? Haben wir richtig viel geholt schon. Eine Pastinake. Sollen wir die behalten zum Verfressen oder verkaufen? Wer will die denn fressen?
Wegen Energie oder so. Muss ja Geld verdienen. Naja, ist nicht ähnlich. Wir brauchen ein Backpack. Ja, das stimmt, wir brauchen echt Geld. Ich gehe mal den ganzen Tag jetzt angeln. Angeln bringt wirklich Kohle, oder was? Ja, für den Anfang schon, finde ich. Ja, dann tue ich die Pastinake doch direkt da oben in den... Oder, warte mal, oder müssen wir die noch abgeben? Gibt's nicht irgendwie Ernten, Frühling ja, oder sowas? Auch, das musst du natürlich auch. Sag mal, Chat, muss man nur da drüber hovern mit der Maus über den Dingern, damit das Gemeinschaftssymbol eventuell leuchtet? Oder muss ich... Aber auswählen kann ich's ja nicht. Ja, okay. Dann brauchen wir es noch nicht. Dann haben wir nur ein Ei. Wer hat hier kein Ei gelegt? Ah, da ist es. Achso, wir brauchen es noch nicht, weil wir noch keinen wilden Meerrettich abgegeben haben. Das sieht aus wie eine Ananas. Ananas? Aber danach können wir die Pastinake wegballern. Nee. Was kannst du abgeben? Die Krabbe im Gemeinschaftszentrum, der Chat hat gesagt, ja. Kann man doch nicht. Der sagt, das müssen wir erst noch freischalten. Achso, ja, okay. Lange haben wir nur, wir müssen einmal einen wilden Meerrettich finden. Komm, ich geh kämpfen. Scheiß auf einen. Ich will auch kämpfen, ich komm mit. Haben wir eigentlich sowas wie Kupfer irgendwo? Ja, haben wir. Stimmt, was wollte ich bauen? Herstellung. Was ist denn so ein rostiger Ring? Was kann der denn? Halbiert die Dauer von negativen Statuseffekten. Kupfer, Schleim. Ich weiß nicht, ob wir sowas haben. Ja, nicht genug. Okay, let's go. Oh Gott, wie wenig, wie klein ist dieser Balken? Rangstock mal durch, Peter. Nee, T-Red Viper, not even close, würde ich mal behaupten. Der Ring kommt auch nicht. Also, wenn du noch nicht mal im zweiten Gebiet bist. Nope. Danke, Peppy, BVB und Everon und Rednell. Danke für eure ganzen Subs, das ist ehrlich. Dankeschön. Der Rax ist Agassa. Dank. Und das Seba. 7 von 10 grüner Schleim besiegt. Geil, ich muss sogar kämpfen gehen. Habe ich denn schon so viel Energie? Achso, wegen des Wässern. Oh mein Gott. Oh ja, fuck. Ja, deswegen bin ich, glaube ich, immer durchs Dorf. Also, du kommst doch hier an diesem Wellness-Center vorbei. Und wenn du dich da in das Wasser stellst, dann kriegst du ja Energie wieder. Da haben die reingepatcht. Was ist denn zu dunkel? Ist in der Höhle. Gibt's eine Lampe? Es ist sehr dunkel. Deswegen frage ich übrigens wegen der Pastinake, wenn man. So, wo muss ich hin? Twintich. Brauche ich das Fackeln? Kann ich Fackeln bauen? Warte mal. Du erhältst Stahl-Kurzschwert. 4-8 Schaden. Ich habe mich gerade gefragt, warum wir unseren Hund Chad genannt haben. Komplett lost, aber dann ist mir eingefallen, dass er ja nach Chad benannt ist. Chad ist der Hund. Ja. Später gibt's hast du schon den Untergang gefunden? Ja, genau gerade. Ah, hier ist wieder heller. Ich mag's nicht, wenn es dunkel ist. Also ich muss grüne Schleime besiegen. Das ist doch müde, einer, oder? Ich weiß nicht, dann sieht man nicht so viel. Ja doch, da ist so ein grüner Schleim. Was muss ich eigentlich machen? Tiefer in die Mine. Erreiche Ebene 40. Erste Schritte. Ernte Eier von den Hühnern. Das ist ja irgendwie buggy. Und die Leute begrüßen. Ja, das kleiner Leuchtring. Leute, ich hab immer Ring noch bekommen. Buggy mit den Hühnereiern. Ja, weiß ich nicht. Das war zumindest ja buggy. Ob das immer noch so ist, weiß ich nicht. Ich habe die gerade eingesammelt. Ich habe gerade 2 Eier eingesammelt und habe es nicht geschafft. Dauert jetzt erstmal wieder anderthalb Jahre, bis ein neuer Patch kommt dafür. Ja, wobei heute war ein Mini-Update. Ja, es gibt immer wieder Fixes. Ja. Ah, nice. Hier oben grüner Schleim, Christian, rechts oben. Geil. Dein Ende ist nah. Aua. Mein Ende ist. Nee, nee, alles gut. Als wenn du da jetzt in so einem Schleim verreckst. Komm, heute schaffen wir. Ja, wobei, Ebene 40 wird hart, ey. Mit der Energie, die wir haben. Ich habe auch nichts zum Essen mitgenommen. Ich habe auch nichts zum Essen. Und für die Steine teilweise brauchst du schon zwei Schläge. Zwei Schläge, ja. Kannst du nichts mehr tragen. Es kommen diese Woche noch für Streams. Doch, Kekse habe ich noch. Sebi, ich glaube... da ist auch ein Ring. Wo? Den hast du aufgenommen. Hab ich? Ja, hab ich. Mir gibt der ein kleines, schwaches Leuchten ab. Ich weiß nicht, ob das wirklich Licht macht oder ob das nur so ein Text ist. Guck mal, hier ist ein Pilz.
Bei mir ist damit jetzt ist das, Peter dann nicht so dunkel mehr. Der Radius des Aufnehmens wird bei mir erhöht. Ja, diese Woche kommen keine Streams mehr. Morgen ist Karfreitag, Ostersamstag, Ostersonntag, das streamen wir nicht. Hey, ja, da dürfen wir nämlich keine Musik spielen und würden. Wir wollten eigentlich Tanzstream morgen machen, ja, genau. Aber dürfen wir nicht. Das ist verboten, deswegen machen wir das ja. Nicht. Peter, darf man fragen, wo man YouTube Video React Vorschläge einreichen kann? Auf peatsmeet.de in den Community-Vorschlägen. Ich kann morgen eine Stunde streamen, wie wir raiden, aber. Nur eine Stunde braucht ihr zum Raiden? Ja, ein bisschen weniger, wenn wir gut durchkommen. Weniger? Hast du den Eingang gefunden? Nee, aber hier sind ganz viele Sachen zum Kaputthauen und oh. Hydrogel. Hydrogel ist so ein Verschneller, ne? Das ist so ein Dünger, ja. Ja, das meine ich mit Verschneller. Ich habe mich sehr gut ausgedrückt. Da sind Karottensamen. Ja, Karottensamen. Was wirft man denn dafür weg? Ja, ich habe gerade auch schon mein Schwert zerstört. Ach, hier, guck mal, den Schleim braucht doch keine Sau. Wieso kann ich den nicht ausnehmen? Fossil. Hä? So was anderes jetzt? Jetzt habe ich Hartholz aufgenommen. Oh, das brauchen wir doch bestimmt. Ja, jetzt habe ich es aufgenommen. Wait, wie viel ist denn das? Oh nein, eine Fliege! Christian! Nice. Ja, weg mit der Fliege. Ja, wir haben halt einfach keinen Inventarplatz, Junge. Nee, ja, deswegen. Wir müssen Geld farmen. Aber ist Minen nicht auch Geld farmen? Ne, ist kein Geld farmen, ne? Ja, ja doch, was du kannst den, da du kannst den Kupfer, den du hier findest, kannst du doch theoretisch schmelzen. Ja, den brauchen wir jetzt zum Craften eigentlich und nicht zum Verkaufen, oder? Richtig. Kommen die neu, die Kupfer-Dioden? Ja. Ja, guck mal, dann kannst du den ja auch verkaufen. Ich hab keine Energie mehr. Ich auch so gut wie nicht. In welcher Ebene sind wir? Was ist das denn? Dafür verschwindet das Holz. Wir müssen hier raus. Fliege! Was musst du? Ich habe keine Energie mehr, ich muss raus. In welcher Ebene sind wir denn? Ja, ich muss hier raus! So einfach ist es nicht. Zum Schmidt kann ich wahrscheinlich auch nicht mehr die Geode aufmachen um 16.40 Uhr. Die machen hier alle so früh Feierabend, als wenn sie. Nee, die kannst du glaube ich nur aufmachen. Was? Ich habe freigeschaltet. Wir waren eine Ebene. Meinst du, kann ich nur aufmachen? Alle fünf Ebenen. Ja, sind nicht bis, haben die nicht bis 19 Uhr auf oder so? Peter, du hast da diesen leckeren Pilz. Wir waren auf Ebene 24. Will ich nicht essen. Den brauchen wir auch für unser Gemeinschaftsding. Ja, den brauchst du safe fürs Gemeinschaftsding. Oh, Christian, was heißt das denn? Ah, Lauch ist wahrscheinlich nicht das, was wir brauchten. Ich dachte, scheiße, ich dachte, Lauch wäre das. Lauch haben wir schon zwei. Sieht aus wie eine Ananas. Wenn du denkst, das sieht aus wie eine Ananas, dann das muss zum Gemeinschaftszentrum. Das ist wichtig. Ja, okay. Wann macht der Schmied denn zu, Leute? Das gibt's doch gar nicht. 16 Uhr oder 17 Uhr. Also, was ist das denn für ein. Was ist denn da für ein Arbeitszeiten? Ist jetzt auf jeden Fall zu spät. Ja. Ist den Lauch doch. Achso. Warum sollte er den Lauch essen? Nee, du gehst ja jetzt eh nicht mehr in die Mine. Ja, wie viel Energie bringt er das denn? Zu wenig. Ja. Also, wo ist da der Sinn? Chat hat das gesagt! Ja, hör doch nicht auf den Chat, frag lieber mich. Der Chat scheint keine Ahnung zu haben. Der kann nur Wuff Wuff machen und trinkt und sein Essen weg hier, Wasser weg. Das macht der Chat. Ich habe eine goldene Narzisse gefunden. Die schenke ich Abigail. Jetzt schreibt der Chat Wuff Wuff. Ja, weil hier sind ja auch Dogs. Das sind auch die Hunde. Das Chat ist unser Hundes-Chat. Was soll ich machen? Mag Abigail Narzissen? Die liebt, ey. Hey, Narzissen ist doch Haley, oder? Nee, der gibt doch manchmal. Was? Achso, nee. Der? Ja, aber Haley weiß nicht, die steht nicht vor mir. Ich glaube, es gibt eine Frau, die das nicht mag, sonst kannst du das jeder Charakter Frau geben. Ich hab nur einen Topaz. Hier. Ein Topaz? Hey, woher wusstest du, dass ich hungrig bin? Das sieht lecker aus. Willst du mich verarschen? Ich hab dir einen Edelstein gegeben. Guckst du GNTM heute Abend? Wird schwierig. Aber gucke ich morgen nach. Was willst du? Wow. Was willst du tun? Ja, die ist die. Hey, okay, wird das ist nichts ja weird. Mehr gedroppt. Also nicht Edelstein, das ist ein Halbedelstein, aber ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall habe ich ihr einen Stein gegeben und die hat ihn einfach gesnackt. Stell es mal vor, du schenkst jemanden, weiß nicht, die hat Geburtstag. Ich schenke Peter zum Geburtstag so einen Stein.
Ein Diamant zum Auskacken. Ohne zu zögern, snackt er sich den einfach weg und sagt Dankeschön. Würde ich mir auch denken, so, was ist das denn? So, wir haben einmal Karotte, wenn ich das richtig sehe. Geil, habe ich gepflanzt. Wow. Bitte, mach ich noch Hydrogel heizen, bitte, genau, heizen Sie. Da muss noch gewässert werden. Ja, Hydrogel habe ich erst noch drauf gemacht. Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Hydrogel, deswegen machen wir das mal hier. Peter hat gerade einen Amethyst in die Kiste gepackt. Stimmt, ich habe hier einen Amethyst in der Kiste. Und da. Sehr gut. Brennen können wir auch noch. Ich habe auch noch hier Kupferzeug. Der Ofen braucht. Habe ich nochmal in die Kiste getan. Oh, Golderz haben wir auch schon. Haben wir den Erdkristall schon abgegeben? Quarz. Ich mach morgen mal so einen Run. Wasser. Nicht vergessen. Ja, ich mach morgen mal so einen Run hier zum Musolm und zum Schmied. Ich habe auch noch so dicke. Ich habe nur Omni. Ich fahr morgen nochmal auch eine Runde Geld, so wie Jay, damit wir hier mal vorankommen. Okay, ja, ich angel die ganze Zeit nur noch Müll. Aber Müll ist gut. Müll ist gut? Wieso ist Müll gut? Wenn wir eine Recyclingmaschine haben, gibt's da geilen Shit raus. Aber haben wir nicht. Wir haben nicht mal einen Rucksack. Ja, wir sind auch in Tag 7. Das ist richtig. Das ist ja klar. So ein Kupferbahn. Ich try das mal. Tiefer in die Mine. Erste Schritte. Ernte ein Ei von deinen Hühnern. Ups. Ein Ei steht da mittlerweile bei dir? Ja. Ein Ei von deinen Hühnern. Das habe ich heute noch schon gemacht. Das ist so eine Lüge gewesen. Das ist, glaube ich, immer noch nicht in Ordnung. Haben die Hühner, haben die heute schon, ja, ne? Ja. Abgeeiert. Ja, ja Mensch, es ist gerade mal 23 Uhr, aber ich lege mich mal hin, wa? Ja, ich komme dann auch nach Hause. Du musst ja die ganze Zeit warten. Aber wir haben noch Energy. Oh. Kann der nicht mal Wasser nachholen? Ja. So schlecht geht es auch nicht, dass wir Barren verkaufen müssen. Ja, gut, da ist natürlich. Doch, wir brauchen 6k, um unsere Rucksäcke aufzuleveln. Genau, alleine für die Rucksäcke. Verkauft keine Barren, die wir brauchen. Aber, okay, also, okay. Wir brauchen ja nicht nur Geld für die Rucksäcke, sondern wir brauchen auch noch Geld plus Kupfer leider für die ganzen hier Werkzeuge. Peter hat sich ins Bett gekuschelt. Oh. Ja, so schön weich und warm. Boah. Pflanzen verkaufen, die ihr erntet. Ja, aber das ist logisch, aber gerade ist nichts zum Ernten bereit. Wir brauchen die Cash, Junge. Wir sind kurz davor, unsere Körper zu verkaufen. Aber die will niemand. Mal gucken, was ich jetzt hier rausgeholt habe an Kohle. Die Brille, die bringt es. Boah, eine Pastinake bringt 135. Aha. Oh, da kam Cash rein. Nee, die bringt 5. Ist der Macher am Start. Ja. Kupferbahn. Was war denn das teuerste, was du so rangeholt hast? Die Flunder für 125, ja moin. Naja, da musste ich auch für kämpfen, gegen mit der Flunder. Sag mal, bei mir zu Gast ist mein Galileo. Lass mich mal eben Ei ernten. Ja, warte mal. Oh, gib wieder Post. Verschwunden. Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie findest, bring sie sofort zurück. Ich habe eine ganz schön schwere Zeit. Robin. Okay, wo ist die Axt? Jay, du weißt, wo die Axt ist, oder? Ja. Die ist im Süden. Erstmal hier schön. So, liebe Freunde. Oben ist Chat. Chat freut sich. Moment, den müssen wir mal Hallo sagen. Oh, Chat liebt mich. Ja. Stimmt das? Dankeschön auch Tweety und Krawallo TV für die ganze Zeit. Ernte ein Ei von deinen Hühnern, habe ich doch gerade gemacht. Logo Trimau. Die Eier haben wir mal verkauft, ne? Wuff, wuff. Ja, wir haben noch keine Mayonnaise. Mehr Mayonnaise-Station oder so. Ja, verstehe, ich habe das Ei aufgenommen, aber die Quest hat sich nicht aktualisiert. Hey, das ist Boogie. Nimm ich gleich mal das andere Ei. Ich glaube, du musst das dann auf Englisch stellen, ne? Ja, zumindest meinte letztes Mal der Chat, die ist nur auf Deutsch, Buggy. Geht das hier einfach so in the game? Da ist man schon ein bisschen beschäftigt, wenn man hier... Hat letztes Mal auch so geleckt bei Christian? Bei mir hat es letztes Mal nicht geleckt. Bei mir? Hä, was? Bei Christian leckt es jetzt aber auch nicht. Das ist nur bei mir. Ich verstehe es selber nicht. Dann musst du mal neu starten. Ja, ich glaube auch, ich sehe auch gerade nicht, wie ich das Spiel umstellen kann in den Optionen.
Oh. Da bist du. Tiefseemonster. Es ist eine Flunder. Super, Richie. Kommst du dir gefliegt? Geil, Alter. Und in der fucking Schatzkiste krieg ich 6 Holz, ey. Können den Arsch schieben. Sagen, Chris ist gegangen. Ich geh auch sofort, tschüss. Dann bist du ganz alleine. Ich meinen anderen Speierstein weiter. Ich komme aber schnell wieder. Keine Wie machst du das, wenn du Elden Ring und Stardew Valley gleichzeitig spielen, oder ich was? Ich spiel kein Stardew Valley gerade. Achso. Deshalb habe ich jetzt auch nicht so krank viel Elden Ring gespielt. War nur eine kurze Phase von Stardew Valley. Kurze Phase, ja. Anscheinend, wir müssen einmal neu starten, kurz. Wie stelle ich das Spiel auf Englisch mit Eigenschaften? Geht das nicht? Irgendwo im Hauptmenü. Oder unten rechts kannst du diese Sprache. Hauptmenü, ich hatte das Spiel beendet. Im Hauptmenü. So, wieso liegt das so komisch? Was soll das? Ist das ein bekannter Bug im Multiplayer? Wohl kaum, oder? Mir ist er nicht bekannt. Ich lade auch nichts hoch. Ich habe sicherheitshalber nochmal nachgeguckt. Starten wir mal wieder das Spiel. Ins Bett legen und schlafen gehen, dann kannst du deine Energie aufladen. Ah ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Das machen wir sofort und dann wird nochmal geil abgeangelt. Nachdem wir... Wobei, die Quest mit den Eiern können wir jetzt ja nicht mehr versuchen. Es wird höchstwahrscheinlich daran liegen, dass ihr eine Mod benutzt wegen der Anfangsquest. Wir benutzen aber keine Mod. Ich habe keine Mod installiert. Okay, ich habe die Sprache auf Englisch gestellt, habe das Ei aufgenommen und das ist immer noch Harvest an Egg from your Chickens. Wir werden hier so gescannt, Christian. Hast du den beiden Hühnern Hallo gesagt? Hast du die geliebt, Kuh? Oh, nee. Du musst sie lieben. Oh, guck mal, Christian leckt nicht mehr. Ja, genau, der hat gerade nicht mehr geleckt. Also Restart hat geholfen. Rammen, 8 minus. Ach so, Leute. Ja, 8 minus heißt das, ja. Ja, das ist das Einzige, was angezeigt wird. Ja, ist schon richtig. Das dauert ja ewig mit der Energie. Also das mit dem Eierchen hat leider gar nichts gebracht. Oh, wir konnten was ernten. Du kriegst die eh nicht ganz weg, Peter, die Energie. Wir sind schon 11.20 Uhr. Beim Angeln meinst du nicht? Ja. Okay. Ich hab die auch gestern nicht weggekriegt, obwohl ich den ganzen Tag geangelt hab. I trust you, baby. Ich gehe jetzt mal zum Schmied, ne? Ja. Mach mal. Also, hat jemand die Axt aufgesammelt? Nee, kann ich aber nachher machen. Ich glaube, das sollten wir tun. Ne? 250 pro Person gibt das, glaube ich. Müsste irgendwo, ich meine, die liegt im Süden. For me, thank you. Ich kriege eine Zwischensequenz. Ooh, it smells. Ja, da ist einmal kurz Berlin. Twitter besucht. mit der grünen Grütze. Gunther hat den Key. Dieser Gunther. Ja. Halt die Schnauze. Der Mann, der das Museum leitet, hat den Schlüssel für das hier Untergrund. Halt die Schnauze! Ja. Da ist Gunther. Meinst du den? Ja, den meine ich nicht. Oh, guten Tag. Also wirklich, ich werde mir noch schön für Philly jetzt die Brust rasieren. Ja. Cool. Und dann werde ich, und ich bete, dass der bei den Interviews am Start ist und dann sage ich, bitte Gunther, für das Video chopp mich. Geil. Das wäre so dat? Geil. Ich weiß nicht, was das ist. So, doch, weißt das du, mit ist der flachen, Klatschen mit der Klatschen auf die Brust. Ich glaube, dann hast du eine rote Brust danach für einen Tag. Ja, dann soll mich nicht 50 Mal stoppen, der soll einmal klatschen. Ich glaube, einmal ist schon ordentlich. Ja, ich glaube auch, dass das ordentlich ist. Ich weiß auch nicht, ob ich das zu also, geil finde danach, aber für das Video jetzt klingt das nach einer guten Idee. Ja, jetzt finde ich auch. Klingt nach einer exzellenten Idee. Also ich sehe gerade, wenn wir unsere Tools upgraden wollen, wie die Pickaxe, die Watering Can und das kostet jeweils was ist denn die Copper Trash Can? When trashing an item, you reclaim 15% des Values, kriegen wir dann direkt? Okay. Also wir brauchen für das Werkzeug brauchen wir jeder 4000 und jeder 10 Kupferbarren. Also brauchen wir 20.000. Wo ist diese scheiß Axt noch? Die ist, wenn du jetzt, ich weiß natürlich, du bist jetzt ein bisschen weiter gelaufen, wahrscheinlich schon, so rechts unten. Auf so, in diesem, eigentlich da, wo der Dingens ist.
wo die Kanalisation ist. Also wenn da jetzt die Brücken hochgehst und dann irgendwo da rechts oben. Okay. You found an artifact! Artifact? Artefakt haben wir gefunden. Achso, ich habe Mass Effect verstanden. Ja. Emo. Mass Effect gefunden. Da was Gutes eigentlich schon, dass die originalen Leute wieder daran arbeiten, oder? Aber haben die das nicht in Andromeda auch? Beim nächsten Mass Effect? Ja, was ist da? Kann ich dir nicht sagen. An dem neuen Mass Effect arbeiten doch die OG-Leute von, ich glaube, ja. Mass Effect 3 oder irgendwie sowas, oder? Da ist die Axt, ich hab die Axt gefunden. So, ich mach mal ein paar Donations an einem Museum. Wer ist nochmal Gunther? Der Museumstyp. Der Cowboy da. Das heißt, der müsste mir mehr über Robin die... Robin war die Schreinerin, ne? Ja. Okay. Und hat gesagt, da ist die Ananas, aber ich glaube, das war gelogen. Haben wir eine Ananas gesehen? Ich habe Seegelee gefunden. Geil. Die Ananas wäre nämlich auf Loks insane. Ja, die Ananas wäre gut, ey, wenn wir die mal finden. Irgendwie haben wir da hat nur einer geschrieben, Glück. Deswegen glaube ich, du hast zwei davon im Inventar. Ja! Alter, Peter Smits, ey! Ja, die sind auf Englisch, ich wusste nicht, ob das richtig ist. Ja, das ist auch keine Ananas, das ist Meerrettich, aber das sieht halt aus wie eine Ananas. Okay, also wir brauchen, glaube ich, noch mal eine Donation im Museum, damit wir wieder eine Belohnung kriegen. Dankeschön, Rexalom. Ja, Rexalom kommt auch bei uns ins Museum, aber wir bräuchten noch weitere Donations, bitteschön. Danke, Rexalom, für die 10 Stufe 1 Saft, Ellie. Jetzt die Axt suchen. Wo ist die südlich? Da, wo der See ist? Vielleicht reicht das, wenn ich die abgebe, das weiß ich nicht. Die ist südlich auf jeden Fall. Aber da beim Bauernhof. Das hat nicht gereicht. Ja, so, jetzt hier, gönn mir den Horseradish. Bam! Bundle complete, Junge! Jetzt haben wir Bridge Repair. Hast du Bridge nicht schon repaired? Ich habe die Brücke eine zu andere den Dings repaired, aber wir haben Spring Seed, 30 Spring Seeds haben wir jetzt dafür bekommen. Ja. Das kriegt immer nur einer, oder? Ja? Das weiß ich nicht, ich glaube schon. Also, sonst, ich kann ja nur für den Hof. Er wäre aber eigentlich ganz cool, weil 60. Wobei, ich weiß dann, die haben noch nie Multiplayer gespielt, fällt mir gerade ein, dass sie das erste Mal abgegeben haben. Vielleicht kriegt er doch jeder. Ab Bridge Repair ist das, wenn du alles erledigt hast, ja, okay, das haben wir. Die hast du, da sind die Fische und da ist jetzt der Meerrettich freigeschaltet. Da musst du in zum Gemeinschaftshaus, oder? Wofür? Und damit du das zu holen, ja. Ja, Gemeinschaftshaus, links in dem Raum. Wir brauchen 5 Stufe 5, nicht Stufe 5, wir brauchen 5 Goldstern-Pastinaken für das Gemeinschaftszentrum. Okay, das ist eine Ansage. Ja, wir haben ja Pastinaken gepflanzt. Danke, Juli. Ja, diese Problem ist, ich habe schon eine verkauft. Die Goldsterne kriegst du mit Dünger darunter. Also den richtigen. Was zum Fick ist Robin schon wieder? Wo ist denn die Axt jetzt, verdammt? Ich bin hier im Süden bei diesen Wasserfällen, wo du... Ja, da ist aber nicht schlecht. Da, wo wenn du irgendwann den Dingens gefunden hast, den Skua da, diesen Untergrund. Da ist ja, wo dieses Ekelzeug rausläuft. Ja, da rechts. Oh, scheiße. Also da rechts hoch. Geil, 250 Gold für uns, let's go. Da rechts hoch. That is cash in a tash. Ach da, oh mein Gott, ich bin einfach drauf vorbeigelaufen. Ey, wie viele Leute verlieren hier ihre Brillen im Meer? Werdet ihr kein Mitglied beim Julia Market? Hallo? Das ist der Feind. Ich stehe sofort wieder auf Deutsch. Julia Market. Dankeschön an die ganzen Geburtstagsglückwünsche, vielen lieben Dank. Danke Kadita, Jogit Bär, TT Taucher, Mappel B, Kynu, Mini. Danke euch allen auch für die Subs. Lea ist so eine Frau. Oh, Lea, warte mal. Oh, Lea, warte mal. Auf den Christian. Ich hab dir schnell noch was geschenkt. Dir was Gutes tun. Können wir eigentlich da schon Dünger draufschmeißen auf die. Auf ich die. Ich hab Hydrogel auf ein paar Sachen gemacht, was ich gefunden hab. Ja, aber wir können. Ach, scheiße. Ich kann gar nichts mehr angeln. Wir haben doch von diesem, wie heißt denn das? Das Gelb, diese gelben Tropfen. Harz. Mit Harz kannst du den Billo-Dünger machen, der ganz okay wäre. Was ist das denn hier? Ey, wieso holst du denn die Eicheln wieder da raus? Die hab ich dann gepflanzt. Oh. Ah,
Du wolltest die Bäume direkt neben unserem Feld bauen? Ja, wo denn sonst? Ja, hier irgendwo. Die Bäume stehen dann übelst im Weg. Da so. Die fällt man doch direkt wieder. Oder hier so. Du kannst auch außerhalb des Gebiets Bäume fällen, ne? Wir müssen das gar nicht so zwingend anpflanzen. Ja, ist aber doch eigentlich naheliegend, wenn wir Holz brauchen, oder? Ja. Geht halt an, wir gehen natürlich auch. Daran. Entschuldigung, Christian, hatte das nicht gecheckt. Ist jetzt nicht das Schlimmste, glaube ich, ne? Also. Sollen wir mal so ein Patrick. Ich verkaufe das jetzt einfach mal. Mal gucken, wie toll, wie viel das bringt. Was verkaufst du? Petrified Slime. Oh, haben wir vergessen zu gießen? Nee, ich habe gerade die 30 Samen angepflanzt, also, die wir bekommen. Wir brauchen so gut wie alles zum Craften. Das, also eigentlich sollten wir ausschließlich Pflanzen, die wir ernten, verkaufen und Fische, die wir sammeln, verkaufen, oder? Und Eier. Ja, eigentlich die Produkte, ja. Die Rohstoffe brauchst du eigentlich alle zum Weiterverarbeiten, sonst wird uns das irgendwann abfacken. Aber wir sind halt auch zu dritt. Da ist das eigentlich auch okay. Wie sieht's denn? Ach ja, stimmt. Ich hätte mir ja eigentlich die Samen auch nochmal abholen können in der Chat, oder? Nee, der Chat meinte, die gibt's dann immer nur einmal. Okay. War ist ja nicht schlimm. Ja, das ist auch echt krass. Da müssen wir ein zweites Feld aufmachen. Hier bei unserem Wasserloch hier kann man nicht fischen, ne? Nee. Da kostet man nur Mist raus, oder? Da holst du nur Müll raus. Ich bin müde. Gehen wir wieder hoch. Danke, Maxelord und Yves Dominik, J2Zev, Hack, Speicherplatz und R. Dorty. Danke für eure Resubs. Ah, nur Belohnung vom Museum gibt es für alle. Okay, ja, eine Sache müssen wir noch spenden, die noch nicht haben. Ein paar wenige. Oh, da hat Jay wieder ein paar Cash wenige an. Minensachen müssen, also ein paar wenige Kristalle können wir behalten, den Rest kann man verkaufen. Wenn man die nicht schon. Aber erstmal spenden und dann Erdkristalle immer behalten. Dir, Christian. Wir haben 6K. Aber morgen ist das Eierfestival. Oder musst du Eier suchen? Ja, ich gehe jetzt wieder auf Deutsch stellen, irgendwie, ich weiß nicht. Wir können uns jetzt Rucksäcke. Reden alle! Entschuldigung fürs Nehmen. So leid. Ja. Was macht man beim Eierfest denn? Eier suchen? Ja, klar, das ist so Ostern voll. Eier suchen. Scheiße, ich wollte ja auf Deutsch umstellen. Mal jetzt so schnell. Auch ein echt Sprinkler, ey. Ja, langsam schon. Was die denn nochmal zum Craft? Da waren Huhn, Peter. Nee, dieses Geräusch von dem Wasserding, von der Gießkanne, nennt man es manchmal auch. So, I go in the cave und bei Robin vorbei. Mal gucken, ob die wieder Gymnastik macht. Ich gönne mir jetzt einen Rucksack. Good. Wir haben 6K. Naja, ja, guck mal, da muss ich ja sowieso ins Community Center. Das ist ja perfekt, dann kann ich ja aus dem Minen vielleicht ein bisschen mehr mitbringen. Es ist verschlossen. Oh, der Buchhändler ist da. Wo ist denn der? Ach, da ist ein Schild. Hier ist ein Schild. Osten, über dem Joja-Markt. Ist der in dem Luftballon? Ja. Aber dann fallen dir gleich die Augen raus. Geilen Shit. Ja, ich warte noch eben. Alles klar. Treppe hoch, Peter. Ja. Willkommen bei Piers. Alter. Man kann da ableveln durch Bücher? Das kenne ich auch noch gar nicht. Das ist neu. Das kostet aber auch richtig Cash, Alter. Das ist richtig.
Bei Pierre kann man sich so ein Dings holen, hast du gesagt? Eiskatalog, Alter. Holy shit. Kann ich mit diesem Luftballon fliegen? Nein. Was gibt es bei Pierre? So ein Rucksack. Ja, müsste. Da müsste es ein Rucksack-Upgrade geben. Rastbündel. Es gibt einen Katalog. Nö. Nee. Neben dem. Da, wo groß for sale dran steht. Ach so, oh mein Gott. Ich dachte im Shop selber. Und das nächste kostet dann 10.000. Ja, das reicht. Du fährst mal, kommst du ganz okay damit klar. Ja, finde ich auch. Oh, so. Max. Hab mal alle Mineralien verkauft, die wir nicht brauchen. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir all das Geld ausgegeben. Dafür haben wir so hart gearbeitet jetzt hier. Aber dafür können wir ja jetzt mehr tragen, um mehr Geld reinzubringen. Das ist ja richtig. Smart. Das ist ja nur Smarty-Fans. Nice. Oh, nicht perfekt, aber dafür eine geile Schatzkiste mitgenommen. Hoffentlich kriegst du auch was Besseres als 3 Holz. 10 Köder und 3 Reissprosssaat. Das ist okay. Reis kannst du am See direkt anpflanzen. Theoretisch. Am See? Ja, du musst das an direkt am See quasi aber anpflanzen. Aber bei uns wie im Gelände Zucker, am See. Wie heißt denn das? Zuckerrohr bei Minecraft. Ja, okay. Danke Deorot für den Resub und Hino Natatsu und Crazy Flicks und Öhrchen und Horrorglasses, Jemilinho, Frenzy, Sparta, Sama und alle anderen, die gesubbt haben. Dankeschön. Ach, Treffer. Hey Lady, klopf, klopf, ich hab eine Narzisse für dich. Hallo, kannst du mal deine dreckigen Finger von meiner Ellie lassen? Gotteslachs. So nenne ich ihn auch. Was hat sie gesagt? Hallo? 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 Was hat Haley gesagt? Keine Ahnung. Habe ich weggeklickt? Der Disrespect, Junge! Er klaut mir einfach die Freundin und hört ihr nicht mal zu. Dafür habe ich mehr Rettich gefunden. Geld. Wie das Geld? Ja, die Narzisse kannst du verkaufen. Ach so. Alter, ich habe 2 Geoden gerade im Schatz gehabt, Jay. Ich bin hier gerade richtig nice. Der Schatzmeister. Das ist geil. Gotteslachs kann man dem Community Center spenden. Perfekt, Chat. Für solche Infos bin ich am Stissel hier. Dankeschön, Juni, für die Geburtstagswünsche. Stimmt, Gotteslachs ist Christian Lachs, der Piece. Smart. En garde. Jetzt ein bisschen, wie vielte Jahr bist du dann gekommen, Jay, bei deinem kleinen Stardew Valley? Ein Jahr habe ich gespielt. Ein Jahr hast du gespielt, okay. Bist du jemals im Endgame gelandet von Stardew Valley? Da sind ja teilweise selbst nach 5 Jahren so noch neue Sachen und so ein Shit. Nee, logischerweise dann nicht, wenn ich ein Jahr gespielt habe. Ja, nach 5 Jahren. Aber, also ich habe ein paar neue Sachen entdeckt, so. Auf jeden Fall, die ich noch nicht kannte. Aber ich meine jetzt nicht 1.6, sondern cool. Vorher auch. Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, was alles Endgame ist. Also ich habe mir jetzt nicht durchgelesen, was das alles gibt. Aber es gibt wohl irgendeinen Sumpf, den ich noch nicht gesehen habe. Und okay, ich fange mal anders. Was war das Weiteste, was du bisher gespielt hast bei Stardew Valley? Die Wüste. Ich meine von Jahren her. Ich hätte gesagt, irgendwann ein Jahr. Ja, okay. Ja doch, das war auch gut. Topaz und Kupfererz, let's go. Danke, Pops Brownski. Ach, ich werde doch hier wieder nur gescampt. Wo ist denn der Gang nach unten? Ah, da. Danke, Gnul, für 10 Euro Trinkgeld. Dankeschön, dankeschön. Aller hier aber auch die Gotteslachse, aber ich krieg keinen Max mehr hin. Namen, Chion. Okay, Chat, ich weiß auch nicht, von welcher Ingwerinsel ihr da redet, aber dann werden wir da nicht drauf gewesen sein, weil ich habe auch ungefähr ein Jahr bisher gespielt, so als Maximum. Ne, ich war da noch nicht drauf.
Weiß nicht mal, wie ich da, ich wüsste nicht mal, wie ich da hinkomme. Ja, auch nicht. Das klingt wie das Paradies für Leute, die erkältet sind. Zur Wüste gingst du mit dem Bus, wenn ich mich recht entsinne. Nein, sie hat eine Fliege gemacht. Ingwerinsel ist das Beste. Ja, okay. Danke, Psychosis. Danke auch ihm, Maximus und Leon Blam und so. Aber als ich das eine Jahr damals voll hatte, da gab es die Ingwerinsel auch noch nicht. Also. Ach so, ist die neu? Ja, keine Ahnung, ob die mit 1.3 oder sowas gekommen ist. Ich habe damals mit 0.5 gespielt. Ich weiß nicht, wann das Spiel rauskam. Ja. Die Fliege 2. Aber Happy kam die 1.5. Nach 1.5 wirst du nicht so viel gespielt haben. Nee, natürlich nicht, gar nicht. Alter, jetzt kriege ich nur noch Trash. Am Anfang war mega gut. Ja, Fluss gönnt nie so. Ist lieber im Meer? Ja, ich finde Meer cool. Und ja, vielleicht auch mal im See. Auch gut hier angeln. Aber irgendwie Fluss gehe ich nicht. Ich gehe, wenn ich Geld farmen will, dann gehe ich irgendwie immer ins Meer. Weiß aber auch nicht. Bin ich entspannter. Da sammle ich weniger Müll. Danke, Yogi the Bear 82. Für 5 Stufe 1 Subs. Dankeschön. Yogi Bear. Das ist nicht eine der zwei sehr guten Stellen, um im Fluss zu angeln. Es gibt zwei sehr gute Stellen, um im Fluss zu angeln. Okay, jetzt kommen wir wieder die absoluten Pros, Junge. Yogi Bear. Ich fand immer Bubu so schön. Das ist ein toller Name. Die Qualität des Fishing-Spots wird durch die kürzeste Distanz zum Ufer definiert. Weißt du Bescheid, Peter? Aber das, also kürzer besser oder länger besser? Ich glaube, kürzer besser. Aber ich also dachte, direkt dran gut, wenn man stehen, weit wirft. Moment, jetzt bin ich verwirrt. Ja, weit werfen, aber wahrscheinlich nah dran stehen, oder? Länger besser. Aber wie kann denn ein Ufer weiter weg sein? Oh oh. Dankeschön, Svecken94 für 5 Stufe 1 Subs. Wo haben wir eigentlich? So weit weg, ach so weit weg wie möglich vom Ufer sollte es landen. Das heißt, ich muss eigentlich an eine breite Stelle gehen. Wo ist denn hier eine breite Stelle? Come on, gönn doch mal den hier. Wir sind in Ebene 30 angekommen. Oh, hier ist weit. Immerhin. Ist hier nicht gut? Oder ist das eher See und nicht Fluss? Das ist der Bergsee, aber Bergsee ist auch okay. Aber ist nicht Fluss, ne? Okay. Aber ist ja egal. Ja, wir müssen Flussfische, Seefische, Nachtfische und Ozeanfische farmen. Das sind ja alle Fische. Oh, gehe ich jetzt für den Schatz oder hole ich den Fisch? Ich gehe für den Schatz. Beides nicht möglich. Fisch unten, Schatz oben. Dadurch ist es geworden ein Zwergwels. Oh, der will nicht. Und ein Anker. Mega, das ist ein Artefakt. Das können wir abgeben, da kriegen wir Belohnung. Mega nice. Geil. Kaulbarsch. Ah, das erinnert mich an den Erdkundelehrer. Der hieß Kaulbarsch? Ja, der hieß Kaul. Und Physik. Physik? Ja. Der eine hieß Kaul und der andere Barsch. Ah ja, stimmt. Das ist doch der, der mit Merkel zusammen studiert hat, hat er ja, immer gesagt. Der immer todsicher war, zu 99%. Ja. Ich glaube, der war selbst Vorbild damals. Der hieß Barsch, aber der hätte eigentlich Frosch heißen sollen. Was müssen wir denn so los? Alle Zeit der Welt. Ich fange hier noch die krassen Fische, Junge. Wobei, ich muss die noch da reinpacken, oder? Danke, Annie Orange. Und Karpfen. Hey, ihr beißt nix. Ja. Wir haben als Farmstart da du diesmal diesen neue Farmart. Oh, 53 cm Karpfen. Jetzt bin ich voll. Oh, da kommt Christian mit seinem geilen Ring. Ich bin so neidisch auf diesen Ring, ne?
Aber sieht man nicht immer um sich so einen kleinen Scheiß? Nope, komplett dunkel. Gehst du schnell zum Gemeinschaftszentrum? Schaffe ich da noch? Was müssen wir da machen? Ich kann da noch einen Fisch abgeben. Da ist nur Possum! Das ist verschwunden. Welchen denn? Ah, den Karpfen. Das ist ein Hase! Ist verschwunden. Und den Zwergwels müssen wir auch noch abgeben. Höhlenkarotte kann ich auch noch abgeben. Oh mein Gott, ich muss da auch noch hin. Da mache ich morgen. Gotteslachs. Ja, Gotteslachs habe ich gegönnt. So, Katzenfisch, Blaubarsch, Tigerforelle. Okay, das ist alles falsch. Karpfen. Karpfen gönne ich. Ich habe nur einen goldenen Karpfen, den gönne ich nicht. Und nur also einen goldenen Karpfen, den ich habe, den Zwergwels und den Karpfen. Ich habe auch noch Karpfen und Zwergwels, Peter. Dann lass dort. Wir sind nämlich alle Gold, die bringen mehr Kohle. Glaube ich. Richtig, Jay? Lol, wir müssen noch Holz abgeben. Das war richtig viel, oder? Jetzt muss ich mich beeilen. Könnt ihr den goldenen Leuchtring nicht kaufen? Hallo, wir haben kein Geld. Wir sind richtig arme Landwirte. Wir müssen ja noch Stein und Holz abgeben. Wir fahren gleich mit dem Trecker auf die Straße 17. Juni und kippen Scheiße auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da vorne. Was kann ich denn hier? Dort und dort. Meerrettich verkaufen? Oder brauchen wir das woanders für? Nee, verkaufen. Jetzt habe ich euch einen Trecker lassen können, das auch wieder war. Steinbett. Jetzt gibt es aber richtig Cash, Leute. Jetzt habe ich nämlich. Jetzt haben wir richtig Geld gesammelt den Tag. Bin ich immer gespannt. Das war knapp mit der Zeit. Und. Ja. Oh, Kampf ab. Da ist die Recycle-Maschine. Wieso gibt das so wenig Cash? 2600, du machst das super. Ja, aber 1300 mit drei Leuten Fischen. Jay hat alleine 1100 nicht, gemacht. Ja, aber ich war in der Mine, Peter. Ich habe einen Fisch daraus geholt, zwei so. Fische. Und die gehe ich jetzt halt abgeben, weil ich die nicht verkaufe. Ein goldener Karpfen bringt 45 Gold. Ist ja nicht so viel. Nö. Ah ja, gut, Sardellen und Heringe bringen auch nicht so viel. Die Farben waren rot, blau, rot, grün und. Scheiße, was war denn der andere? Ah, heute ist ja Egg-Festival! Ach du Scheiße, nee, ich will doch ins Dings. Was war das? Rot, rot, grün, blau? Also rot und grün bin ich mir sicher. Wovon redest du? Von den Farben von Tick, Trick und Track. Ach so, Alter. Ich verkaufe Hüte, okay? Stups. Kauf beim Eierfest die Erdbeeren. Yo, das weiß ich sogar noch aus diesen Dingens. Oh, heute gibt es auch Cash. Also das Cash aber sollen wir gleich für die Erdbeeren Blumenkohl benutzen. Kohl müssen wir behalten. Sehr gut nachgefängt. Rot, grün, blau, ja. Also bei Rot und Grün bin ich mir 100%ig sicher. Blau war ich mir nicht sicher. Aber gelb sieht halt auch blöd aus. Ja, das stimmt. So eine gelbe Ente, das sieht so aus, als hätte die irgendjemand angeschifft. Ich kurz die Hühner machen. Anschiffen? Hier ist noch die Karotte, die müssen wir wahrscheinlich auch behalten. Vertan sprach der Hahn und stieg von der Ente. Müssen wir nicht behalten? Ja. Gut, Karotte kommt weg. Oh, wer hat den. Oh, wir haben gestern die Hühner nicht gemacht, kann das sein? Ich hab nicht dran gedacht. Wait, ich hab die gestern noch geenteiert und gestreichelt. Wir haben vier Eier. Das kann ich. War das vielleicht vorgestern? Tage verschwimmen hier. Danke auch an Rox für den Resub, Tombach, yo! Wir haben noch Gehu. Mädzen, Mrs. Senseless, Ervoland, Master Luke, Quasar. Soll ich Blumenkohl gehe ich auch mal abgeben? Ich nehme mal die Sachen mit, die zum Abgeben sind. Ja, dann nimm die Sardine mit hier. Die ist in der linken in die Box. Okay. In der linken. Musst du mir Rotkohl abgeben oder wieso habe ich das geholt? Ja. Okay. Müssen wir auch abgeben. Warte, Christian, ich bring dir noch Rotkohl mit. Ja, roter Pilz. Pack ich in die linke Box. Mach mal. Krabbe. Wann müssen wir zum Egg-Festival? Ich glaube um 9, oder? Oh, ist so bald. 9 Uhr morgens? Kennt schon. Was ist das denn für Eier-Festivals hier um 9 Uhr morgens? Hä, Rotkohl muss aber gar nicht da in das Gemeinschaftszentrum. Ja, aber das hat Jack gesagt. Aber das leuchtet nicht, wenn ich mit dem Mauszeiger darüber gehe. Ja, noch nicht. Noch nicht. Jetzt noch nicht. Ja, denkst du mal, wir müssen Erdbeerchen kaufen. Eierfest hat begonnen. Seid ihr schon da?
Ich warte. Steht wieder hier rum. Ja, weil ich hier gerade in meinem Inventar was nachgeguckt habe, junger Mann. Achso, das geht erst los, wenn alle da sind. Ja, das ist so nice. Okay, wer kauft die Erdbeersaat? Okay, ihr seid schon dran. Ich habe den Plüschhasen für 2000 gekauft, okay? Wieso, ihr seid schon dran, Peter? Du bist an mir vorbeigesprintet. Lohnt sich, ja, dass das Erde schlägt gerade in 8 Tagen heran, kann aber danach mehrmals geerntet werden. Das lohnt sich doch gar nicht mehr. Die meinten, man kann es heute Abend noch anpflanzen und dann geht's. Es ergibt das Sinn, welchen Tag haben wir? Das heißt, wir müssen uns Energy sparen. An dem 14., ne? Wir müssen eh jetzt nur hier mit dem Zaubermeister, ja. Aber 14.? Doch, 14. würde doch dann gehen. Was müssen wir machen? Moment, wo ist Haley? Da. Christian! Was denn? Ich hab schon mit der gequatscht. Schade, Peter. Nummer 2 kriegt keine Schnitzel. Schnitzel und Blowjob-Tag ist... Das ist der 13. laut Chat. Aber der Chat sagt auch, Erdbeeren erst nächstes Jahr. Trust, das geht 2-mal und ist worth. Sagt Philipp RFG. Philipp RFG, ich bin mir nicht sicher, ob wir dir vertrauen können. Du hast keinen Controller vor deinem Namen. Dieses Fest ist ganz nett, aber auf was ich mich wirklich freue, ist der Blumentanz. Ja, Heli, ich freue mich auch auf den Blumentanz. Wer bist denn du, Alex? Ja, ich weiß auch, mit wem Heli. Das ich versuche jeden Tag mindestens 3 Eier zu essen. Alter. Alter, das Karnickel hat mir richtig viel geilen Scheiß gegeben. Was für Karnickel? Bei Geoden. Wo überhaupt? Keine Ahnung. Ich war beim Karnickel. Was für ein Karnickel? Der Typ in der Mitte, der als Karnickel ach verkleidet ist. Oh mein Gott, den habe ich noch gar nicht wahrgenommen. Der hat auch gerade Jay hat ja schon mit dem kann ich gar nicht reden. Umgesetzt. Ich auch nicht. Der Jay hat ja schon gegönnt. Ich dachte, jeder von uns kann halt wenigstens. Ja, scheinbar mit dem Karnickel. Ich habe den Wunsch etwas aufgebessert. Du bist ja insane witzig. Das war nicht schlecht. So, wir müssen ja mit dem komischen Louis hier reden. Mit dem Bürgermeister meinst du? Ja, lass uns anfangen, ja. Da war wieder die Jay-Lache, muss ich sagen. Okay, was ist das Highlight ist aber dieser komische Blumentanz, oder? Ne, Eier suchen, ne? Ne, wir müssen Eier suchen. Was ist der für ein Blumentanz? Wir müssen Eier finden und den Preis abschließen. Es gibt Preis! Wir müssen ja, die scheiß Kinder schlagen. Wenn Eier findet, der hat gewonnen. Ja, aber kriegen wir das dann 3-mal? Das wäre doch ganz cool, oder? Und dann sind alle bereit. Arbeiten wir zusammen oder spielen wir gegeneinander? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich spielen wir nicht gegeneinander. Ja, weil wenn wir zusammen spielen, dann laufe ich ja woanders hin als ihr. Ich laufe so oder so woanders hin. Warum ist ein Ei? Ich habe einen ganzen Eierkorb gefunden. Wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn da hinten hinkommen? Was ist denn für ein Scam? Ich sehe die Eier da. Wie soll ich da hingehen? Jay hat gerade erst gespielt. Der weiß doch alles auswendig. Also ich habe schon 3, 4. Ich bin gefickt. Wie viel wann? Er muss viele Eier finden, Peter. Schnell. Ist irgendwann einfach Ende oder? Ja, oben links läuft Zeit runter. Lol, hier liegen 3 auf einmal. Ach komm, deine Mutter. Ich habe hier auch schon 7 Eier. Ich habe auch 7. Komm, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. So hast du keine oder was, Peter? Was ist da los? Ah, Peter hat 1. Ich kann dir einen Tipp geben, Peter, da unten brauchst du nicht mehr. Oder ich habe 1 übersehen. Das kann ich nicht sagen. Das ist gar kein Ei. Was ist das denn für eine Frechheit? Peter, lass an dem Ei vorbei. Er hat komplett gescannt. Da sind... Nein, das ist nur ein Ei. Ich wollte es gerade aufsammeln. Oh. Er läuft gedacht, an allen Eiern vorbei, ey. Wow, schaut euch all die Eier an. Ja. So. Und jetzt, der Gewinner des diesjährigen Eiersuche, ist es der Mensch, der die letzten 2 Wochen 35 Stunden da rein investiert hat? Lol. Hast du extra keine Eier gesammelt? Hm? Hast du extra keine Eier gesammelt? Ich hatte, glaube ich, 4 oder so. Der Schwitzer. Ja. Kriegen wir jetzt Doppelpreise? Das wäre doch super. Ja, wir haben Strom gekriegt, Christian, oh mein Gott. Ja, siehst du, deswegen habe ich am Anfang gefragt, wäre jetzt smart gewesen, wenn wir einfach jeder 4 Eier gesammelt hätten, hätten wir alle was bekommen. Ja, okay. Aber danach sind die anderen besser. Der hatte 6, okay. Tja, der wird natürlich. So, jetzt schön. Müssen wir noch pflanzen oder wie oder wieder wo oder was? So sieht das aus. Dann pack. Ach, scheiße, ich wollte ja eigentlich. Oh, wir haben schon 22 Uhr. Da müssen wir uns auch mal ein bisschen Gas geben. Danke, danke schön.
Okay, wer hat denn die Samen? Ich. Okay, dann hau mal die Samen rein. Wie viel haben wir? 25 noch. Ah, Peter steht im Weg. Was ist das denn hier unten? Was ist das da? Baumpflanze. Irgendjemand hat da Bäume gepflanzt. Zwei haben wir noch. Noch mehr? Ein noch. Ja. Hier, zack. Alter, da machst du den hin? Willst du mich zu komplett tot? Hier geht Symmetrie. Ja, ess mal, Peter, wieder das. Geht nicht. Alles schon bewässert. Premium. Ich glaub, hier so haben Cash wir machen, es wird so anstrengend, das Gießen. Ja, Gießen ist immer anstrengend. Ja. Aber kriegt man nicht irgendwann die Bewässerung? Wird man da nicht krank? Ja, immerhin wenn man wohnt da auch der größte Goblin da nicht mehr. Haben wir noch Kohle? Das stimmt, der größte Goblin ist weg. Kohle? Ja, guck mal, wir haben noch Kohle. Ja, aber während man nachts schläft, kann man ja easy dann die Dinger brennen lassen. Also. Dann sind die morgens fertig. Also, sobald ihr genug Geld habt, investiert am besten in einen Fischsmoker. Die kann man irgendwo kaufen, oder was? Ja, nee, lass mal kost die Spritze 10k, daneben, dann verdoppelt die Fische, noch, wenn es es smokes, und kostet jedes Mal eine Kohle. Hm. Ja. Warum soll ich denn Fische rauchen? Ja. Könnte gut tun. Okay, 1300. Ja, Blumenkohl gönnt. Genau, war der 13. Tag. Jetzt haben wir den 14. Tag. Scheiße. Post. Gegenstände, Luxus, Angel und Köder. Der Willi hat geschrieben. Der Willi hat Luxusangel. Ich habe kein Wasser mehr in der Kanne. Ich kann mal meine Luxusangel rein. Habt ihr hier wilde Samen angepflanzt? Ja. Das sind Frühlingssamen. Die haben wir geschenkt bekommen. Besser als nicht anpflanzen, dachte ich mir. Ja, nee, das ist auch gut. Ja. Alles verkaufen. Alles verkaufen. Money, money, money. Was ist das hier für eine Reihenfolge? Was hast du gegen Reihenfolgen? Ja, oh, ich hab kein Wasser mehr. Tag ist einfach schon kaputt, weil du gar keine Energy mehr hast. Ja, kurz ins Bett legen und dann bist du ja wieder am Stissel. Ja, also ich hab doch die Hälfte. Ist okay. So, dann machen wir mal einen Run zum Gemeinschaftszentrum und muss ich auch zum Schmied? Ja. Back, back, back. Ach, stimmt, Sepp, wir können mittlerweile beim vollen Herzen und dran Penis auch. Wir kriegen gleich noch eine Belohnung vom Museum, da gibt's wieder ein bisschen Kohle. Nein, Museum gönnt auch immer. Oh. Gibt eine Quest bei Pierre, ich guck mal eben, welche da ist. Die macht man. Brauche Sardelle für mein neues Projekt, 90 Gold bei Lieferung. Maru wird dankbar sein. Ja, da werden wir jetzt ein Parkautomaten, Leute. Lightwalker, dankeschön für die verschenkten Subs. Okay. Was für ein Automaten? Ein Parkautomaten. Ein Recycler, geil. Was? Wo krieg ich eine Sardelle her? Die siehst du im Meer, oder? Ja. Sehr gut. Ich hab sie dir aber mitgegeben, damit. Das zählt nicht. Ja, du darfst sie ja nicht schon im Inventar machen. Du machst eine Quest. Ja, die Quest bei Pierre ist eine Sardelle, falls euch das interessiert. Warum keine Mayo? Ey, eins nach dem anderen, Leute. Ja, wir sind noch nicht so lange dran, Junge. Im Museum spenden einen Anker, bitteschön. Weiß nicht, was mich mehr triggert im Chat. Die Tipps, die halt einfach keine guten Tipps sind. Oder dieses hastige, dass... Freunde, schnell! Dein Geld besser investieren könnte, obwohl du kein Geld hast. Wir kriegen kein Geld. Wir kriegen Melonensamen. Vom ja, ich sammle auch Sardellen. Ja, die kannst du im Sommer einsammeln. Nein, nicht von der Quest, vom Museum. Achso. Die brauchen wir aber erst im Sommer. Können wir erst im Sommer anpflanzen. Ach so, okay. Ja, dann aber ist die, egal. Gehen die weg, die Belohnungen für uns? Glaube nicht. Nö. Aber Chat jetzt zum Beispiel beim Meer, weiter weg vom Ufer als so, geht ja per se nicht. Oder bin ich jetzt lost? Ihr müsst 120% Effizienz sein.
Oh, und ich habe direkt noch was zu verstecken und eine Geode gefunden. Stardew Min-Maxen raubt halt schon Spielspaß. Da kommt jeder, jeder Mensch anders. Zum Beispiel Bram ist so ein Typ, der liebt Min-Maxing und der hat am meisten Spaß bei Stardew, wenn er währenddessen das Wiki aufhat. Das ist halt, jeder ist da anders. Das ist ja vollkommen egal. Nee, ich finde das kotzen. Boah, einen Zwergwels mit lilanem Stern. Links der Steg reicht noch weiter. Okay. Aber wie kann der weiter reichen, als ich jetzt mit maximale... Oh, Peter, weißt du, wer da ist? Wo ist Henny? Meine Schwester findet Maki-Rolle richtig furchtbar. Ich habe ein Geschenk für dich. Ja. Aber schenkst du dir denn jetzt ein Sardello? Du hast ein Geburtstagsgeschenk für mich. Woo! Ey, oh, Henny hat Geburtstag. Und jetzt rennt die weg. Ja, Peter, jetzt aber schnell. Ich rennt gerade nach das Norden. Ist, das gibt richtig, richtig viel. Also du musst dir jetzt was richtig Gutes schenken, Peter. Wer ne? ist schon Maru? Bewusst? Maru ist die Tochter von... Ja, Robin. Gemeinschaftszentrum. Ja, ich brauche erst was zum Verschenken. Denkt er an den Karpfen, der freut sich über Fische. Ja, dann glaube ich nicht. Doch, doch. Oder Dreck. Schenkt er Dreck. So Unkraut. Okay, soll ich dich verschenken oder was? Mir schenkt er so eine Unkrautpflanze. Ach, oder Müll. Oh, was haben wir denn hier aus dem Recycler bekommen? Ja, Haley ist das Sonnenblumen-Girl. Haben wir Sonnenblume? Nee, natürlich nicht. Gibt's nur im Sommer und glaub ich im Sommer. Ah, Peter hat den ersten Quarz gefarmt. Let's go. Mach da mal Müll rein. Einmal. Kannst du die freut sich über Quarz? Nee. Das glaube ich nicht. Müll reingemacht. Was kann ich dir denn schenken? Ja, so eine Höhlenkarotte, da freut die sich bestimmt auch richtig drüber. Dankeschön, das ist mein Lieblingsstein, er ist so hübsch. Ey, das vergeudet einfach unseren Topaz für nix, ey. Was ist ihr Lieblingsstein? Hast du ihr einfach zufällig ihren Lieblingsstein gegeben? Mein Lieblingsgeschenk. Ich habe dir keinen Stein. Achso, der habe ich zufällig einen Lieblingsstein gegeben, ja. Käferfleisch finde ich die, glaube ich, auch richtig geil. Ja, für den Käferfleisch, für Sardelle muss ich gleich nochmal zurückgehen. Ich muss kurz Haley suchen. So, jetzt müssen wir hier mal die Fische abliefern. Die ist bei mir gerade in den Minen. Fisch, Blaubarsch. Die Haley, Peter. Ah, scheiße. Ich mag es wirklich, hat sie gesagt. Bullfisch. Klingt gelogen. Da haben wir doch eine Brasse. Habe ich da schon mal geangelt? Habe ich noch nie abgegeben. Wir haben noch keine Muscheln abgegeben. Krass. Dankeschön, Real Sanjo, Schinkenpriester, MyCash, Lightwalker, hatten wir schon gesagt, Robopat, V-Kurzer, Bodhi, The MacKu und alle anderen. Und Wien, dankeschön für die 10 Euro Trinkgeld, dankeschön. Er ist die Schwester von Haley Emily, die blauhaarige. Guck mal, ich habe schon ein zweites Quarz jetzt hier gefarmt und jetzt mal hier noch ein drittes Quarz. Die ist so eine Esoterik-Tante oder sowas. Du hast ja wirklich einmal jedes Klischee hast du ja einmal drin. Du hast so eine Emo-Frau, dann hast du Abigail. Ah. Die ist immer traurig und sad und ja. Dann hast du so eine richtig smarte Technikerin, dann hast du Haley, die ist halt einfach nur hübsch. Schon ein bisschen... Okay, gut. Freunde, wir können nur noch... Dann hast du so eine Naturfrau mit Lea und... Haben wir noch Pastinaken? Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Ich muss also jetzt hier diese Sardelle abgeben, bevor eine, ich das... Ja, du musst ja jetzt auch nicht nachgucken, aber eine Pastinake können wir noch abgeben und vor allen Dingen 5 golden Pastinaken müssen wir abgeben. Das ist ja anstrengend. Weil die gibt es ja nur jetzt, wenn ich das richtig... Dann gibt's noch hier, wie heißen die? Penny. Ich weiß noch nicht, was Penny ist. Die ist langweilig. Die ist gar nichts. Kannst du einkaufen gehen. Wer war Maru nochmal, Jay? Das hast du mir zwar schon gesagt, ich hab's wieder vergessen. Ja, wieso blinken das hier? Die ist da im Keller. Geh mal runter da, die Treppe. Lol, da hab ich nicht rein. Ja, das ist aber ihr Zimmer. Okay, Jay, ich wasche meine Hände in Unschuld. Okay, was hast du gemacht? Ich habe den Blumenkohl abgegeben unter dem Blumenkohl und jetzt habe ich das neu aufgerufen, der hat den Blumenkohl nach links gemacht. Aha. Ja, das macht der auch automatisch, das haben die ja letztes Mal schon gesagt. Finde ich frech. Aber ich dachte, die leuchten auf dem Boden, wenn du da noch was abgeben kannst. Aber
Wie kann ich denn jetzt Maru so eine scheiß Sardelle geben, wenn die sich verschanzt in ihren Keller, die Kellerfrau? Warum willst du Maru eine Sardelle geben? Achso, ist das eine Quest? Wegen der Quest. Ah. Mehikel sagt, das ist Krankenstation. Auch die beiden Wüste. Krankenstation. Wo geben wir denn nochmal Steine und so einen Quatsch ab? Im Keller wohnt Sebastian. Ach, guck mal. Jack hat mich hier. Stimmt, im Keller wohnt immer Sebastian. Ich vertue mich einmal. Interessiert mich da die ganzen Macker. Ich weiß nur, dass Hayley immer bei diesem Alex rumhampelt. Sebastian, damit meinen die unseren Sebastian. Was? Oder meinen die damit den echten Sebastian, also den Sebastian hier in dem Spiel? Ich dachte, die meinten damit unseren Sebastian. Shadowman, also du bist eigentlich... Ein Forell. Browser ist das nicht so schwierig. Da kannst du... Zack! Peter, was ist los? Da kannst du unterm Stream einfach auf Abo... Also wir können es nur verschenken, wahrscheinlich du nicht verschenken. Abonnieren klicken. Und dann... Ups. Ich gehe mal gerade auf einen anderen Stream, das ist Quatsch. Ich habe eine Gewinnkarte von Maru Abo gekriegt. Verlängern und dann kannst du es auswählen. Und da kannst du dann Haken setzen bei Prime-Abo nutzen. Und dann kannst du auch mit Prime abonnieren gehen. Und jetzt habe ich Trilux gerade ein Abo von uns gegeben. Prime-Abo von uns? Ja, ja Wien, ich habe die Trinket-Nachricht gelesen, danke. Ich kann am Wochenende hoffentlich ein bisschen feiern, da ist viel los. Da wird wieder so dicht sein am Wochenende. Nee, ich, vom Junggesellenabschied verziehe ich mich um 19 Uhr. Aha. Was? Was ist das für Junggesellenabschied? Fine Dining wieder? Nee, zur Family gehen. Da, wenn ich schon mal da bin, will ich auch ein bisschen okay, was dann sollst du halt bei der Family weiter. Ja, das weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Da kenne ich deine Familie aber anders. Ja. Hab's gefunden, yay, dankeschön. Was ist denn da los? Ach, vielleicht hat er immer wieder was aus der Mülltonne genommen. wie heißt der Typ hier? Den gibt's doch, wie heißt denn der Höhlenmensch hier? Scheiße, ich vergesse den Namen immer. Hier. Gibt's auch einen Höhlenmensch, der aussieht wie Brams Minecraft-Charakter. Ja, achso, der, okay. Ja, der Obdachlose. Linus. Nein, okay, ja, natürlich so. Heißt der Linus, natürlich. Linus. Wie unser Mod. Ist ja logisch. Ich hab 12 Karottensamen bekommen, ist das nicht cool? Das Wichtigste ist, dass ich nicht mehr nur ein Herz bei Hayley habe. Ich nehme mir die anderen 5 einfach. Macht ihr mal. Ich finde das, kann man eigentlich, die haben immer noch nicht gepatcht, dass man homosexuelle Beziehungen eingehen kann, oder geht das mittlerweile? Doch, das müsste doch gehen, oder? Ich weiß das nicht. Das habe ich nirgendwo bislang gelesen. Geht das? Ah, ging schon immer. Deswegen haben die das auch nicht gepatcht. Dann habe ich das deswegen nie gelesen. Das war technisch eine richtige Aussage, weil die haben das nicht gepatcht. Ja, das stimmt, natürlich. War auch mein Plan. Ja. So, muss ich jetzt hier noch irgendein Fischi-Fischi abgeben? Ne, ich meine, Stardew Valley war schon immer ein sehr inklusives Spiel. Danke Doreda und Zapo und Lachmann. Dann hole ich mir den Footballer, Zell. Alter. Verschenkten Zaps. Alter, du hast richtig viel verschenkt. Danke. Geil. Schiebung und Tosch. Ich habe Max ausgeschmissen und krieg dann Seetang. Ja, mega. Ja, das ist ja hier keine, ist ja nicht safe, dass du dann hier... Ja, was cooles, Chris. Getang insane. Karotten sind extrem gut für Energie, Geldwert ist relativ gering, aber für die späteren Minen zu behalten, okay. Das ist ja die Frage, ob wir die 12 Karotten auch noch anpflanzen wollen. Aber wahrscheinlich schon. Oder wir warten einfach. Meine Melonen gespannt. Wir warten einfach. Da haben wir einen Teichfisch abgegeben. Wir haben alle für den Frühling alle Teichfische, die wir machen können. Den Stör gibt es erst im Sommer. Ist natürlich zu dritt ein bisschen chilliger, diese Sachen zu farmen. Geil, jetzt habe ich Treibholz. Ach komm, fuck. Treibholz, super. Treibholz geht in die Recycle-Maschine. Ach, wir haben eine, ne? Stimmt. Ja, bei einem hingebaut. Dann kommt der Müll natürlich da rein, lol. Wieso kriege ich eine Zwischensequenz? Hallo, ich muss nach Hause. Ach, Linus wühlt wieder im Müll. So kennt man ihn.
Ja, ich habe noch vorher gar nicht drüber nachgedacht, dass der aussieht wie Brahms Minecraft-Skin. Der sieht halt wirklich so aus. Das ist doch schon witzig. Flussgelee. Geil. Da freue ich mich. Komm, einen Wurf können wir noch. Danke, Freiland-Pingo auch für den Resub. 52 Monate und Arc Angel. Mal, wie lange geht denn die Zwischensequenz jetzt hier? Ich muss schlafen. Ja, ihr müsst mal langsam zurück, ne? Also ich glaube, ihr fallt gleich um. Ja, aber ich den quatsch hier noch mit Linus. Ihr kannst abbrechen. Ja, da weiß ich ja nicht, wo der zu sorgen hat. Oh fuck, 1 Uhr, das schaue ich auf gar keinen Fall. Die Brasse hat sich noch gelohnt. Du bist sogar noch am Angeln. Oh lol, da ist Peter. Peter, das schaffen wir nie. Na klar. Ah, da ist Emily. Kurz Quatsch. Alter, hallo. Bist du irre? Ey, du bist doch sogar noch hinter mir. Also die Fische kriege ich vielleicht nicht noch abgegeben. Ja, das ist ja egal, die können wir morgen verkaufen. Die werden nicht schlecht. Zum Glück. Die Brasse kann man spenden, falls ihr das noch nicht habt. Nee, haben wir die noch Brasse nicht. Die Brasse ist wichtig. Ja. Haben wir schon oder haben wir noch nicht? Nee, haben wir noch nicht, glaube ich. Kannst aber ja gucken mit der Rumba. Ich bin gegen die Dingens gelaufen. Oh Gott, 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 Gott. Peter ist gegen die... Oh, ich bin auch jetzt... Komm, das ist ja, los, nein, ich stehe im Eingang. Ich stehe auch im Eingang. Was für das? Ja, habt ihr halt nur die Hälfte der Energie am heutigen Tag. Ist doch okay, dann bleibt da erstmal am Anfang im Bettchen liegen. Müssen wir noch mal ein bisschen länger im Bett liegen bleiben, genau. Ich gehe uns erst noch mal ein bisschen tiefer hier hin. Geschürft. Geh uns mal eine Runde tiefer schürfen. Muss ich denn wirklich ins Bett gehen oder einfach nur da drin stehen? Ja, du musst reingehen und dann Nein drücken. Achso. Doppelt noch ein bisschen chillen. Chat, wie geht's euch denn heute so, ne? Während ich hier im Bett liege. Das ist quasi, wir können die Kategorie auf Just Sleeping ändern. Das regnet ja eh. Guck mal, da brauchen wir die Energie ja gar nicht. Das ist ja insane. Hat auch nochmal schön gekostet. Wie gekostet? Verkaufen meine Hüte. Achso, Hüte. Die Goldbarren sind fertig. So, und in die Recyclingmaschine kommt jetzt hier so ein Ast rein. Ja, Ast, Zeitung, Brille, Müll, alles. Das wird alles noch was für? Ne, einfach reinschmeißen. Katze, aber geht nicht. Geil. Weil ich sie gerade gestartet habe. Achso. Dann tue ich den Müll in so eine Kiste. Nein, wir hätten auch bei Janes Bett gekonnt, das wusste ich nicht. Ne, nix da, verpisst euch aus meinem Bett, ey. Am Arsch. Nix da, geil, wir haben Holz bekommen aus dem Müll, das ist ja super. Ich hatte Haley heute Nacht zu Besuch, also fickt euch, unbedingt. Nix da hast du. Also die Brasse war so empfindlich. Brasse, ja, Brasse müssen wir abgeben. Herr Peter teilt nicht gerne. 2 Brassen. Goldbarren können wir verkaufen, ne? Ja, weg damit. Okay, Lauch brauchen wir nicht. Hering haben wir schon abgegeben, dann heißt den können wir verkaufen. Ja, eigentlich, also Steine und Holz brauchen wir halt noch eine Menge, um das abzugeben. Ich glaube, das hacke ich mal eben. Ich guck mal nach den Hühnern. Na, Sepp, Bram? Na, Sepp? Ah, gut geht es euch. Wo ist der zweite Ei? Da. Boah, die haben beide richtig dicke Eier gelegt. Haben die große Eier gelegt? Ja. Weil die kannst du abgeben im Gemeinschaftszentrum. Wirklich? Oh mein Gott. Nicht essen. Da habe ich noch Flussgelee. Achso, das habe ich behalten. Stimmt. Stimmt, die kann man abgeben. Perfekto. Flussgelee sollten wir einmal behalten. Das pinke Zeug oder das Schleimzeug? Das grüne. Es gibt Flussgelee und Ozeangelee. Und ach so, beim Angeln. Wieso habe ich aus dem Recycler gerade fucking Holz gekriegt? Jo. Ich hatte da einen Ast reingesteckt. So, kriegst du da Holz raus. Oh, bringe Marusadelle. Ah. Ich glaube, ich muss angeln gehen. Danke, Pink, Jojo-kun, Benju, Sensei Yamada, Mr. Popsch und Akuma Tenshi. Dankeschön. Investiert doch noch in 2 Hühner mehr. Ja, lohnt sich das? I don't know. Alles, was Geld verdient, lohnt sich. Ja. Ja, aber okay. Skills lohnen sich ja auch. Aber das Einzige, was sich nicht lohnt, ist einfach rumstehen. Der ganze Rest. Ja. Ich laufe Aushilfe gesucht. Eine Paste aus Katzenfisch ist besonders frisch. 600 Gold bei Lieferung und Harvey wird zufrieden sein, wenn du etwas davon findest. Was? Von Katzenfisch? Oder
Ja doch. Ein Katzenfisch für HW. Katzenfisch Ozean oder Fluss? Ich weiß es nicht. Rasse ist abgegeben. Yay. Ist es eigentlich 25 Katzenfisch plus zu werden? Ach, Ozean. Wir können drüber reden, dass ich 35 geworden bin. Das ist in Ordnung. Katzenfisch ist Fluss. Okay. Wenn regnet, sind die alle immer so in... Beide dicke Eier sind abgegeben. Ich hab eine Zwischensequenz. Mit Haley? Yes. Dann kriegst du nämlich eine Zwischensequenz, wenn du mit der Best Friends bist. Ich war mal Best Friend mit der, die da, die Künstlerin, die Haus am See ist. Der hab ich irgendwann geraten. Ist auch nice. Mit der habe ich irgendwann, mit der musst du raten, dass immer alles cool ist und lokal und. Was weiß ich noch? Oh, jetzt muss ich hier was. Oh, Peter, jetzt kannst du Daumen drücken, dass ich das Falsche auswähle. Ich wäre gerne nochmal 35. Ja, okay, das verstehe ich niemand. Okay, ich habe gesagt, Emily soll gefälligst putzen. Für Emily? Ah, nee, Haley. Haley soll gefälligst putzen. Du weißt nicht mal, wie die heißt! Ey, die soll gefälligst ihren Job machen. Das geht ja gar nicht. Einfach nur. Ist halt so. Egal, magst mich halt nicht mehr. Ach, diese Zwischensequenz ist das. Ja, da streiten die. Da hat die irgendwas das Kopfkissen solche Ja, die Emily sowas, ne? Hat gesagt, ich bin die ganze Zeit hier am Putzen, du machst gar nichts. Hatte ich auch letztens gehabt. Aber guck mal, dafür habe ich 3 Herzen jetzt bei Haley. Geil. Da rennst aber Peter ganz schön weg, ich muss mir jemand anders suchen. Also ich habe Haley und Abigail. Abigail habe ich 2 Herzen. Ja, Christian ist richtig sozial. Ich werde einfach einsam sterben. Ach, Quatsch. Kannst Sebastian nehmen. Den will keiner. Dein Huhn? den Typen. Ach so. Dein Huhn. Ah, oh, danke, Wien. Und danke, Mitch, für den Resub. Dankeschön. 31 Monate schon. Oh Gott. Scheiße. Muscheln, jawohl, so die müssen wir auch noch abgeben. Ich glaube, ein Katzenfisch ist unfangbar. Was? Also zumindest mit meiner Angel, keine Ahnung. Also ich hatte... Wie soll man das fangen? Skill, Peter, Skill. Ah, wobei jetzt gerade... Gesundheit? Was hat's denn heute so zu essen, Peter? Ja. Katzenfisch ist übrigens super easy zu fangen. Katzenfisch ist ja eklig. Ist halt auch super easy. Ah, noch eine Geode. Das ist nämlich nur bei Regen, deswegen war das wichtig, dass ich. Und nur im Fluss, deswegen war das wichtig, dass ich die jetzt. Ja, wir müssen noch mal gucken, ob es irgendwas nachts im Regen gibt oder sowas. Weiß das nie. Vergiss das immer. Chat. Mal gefangen und dann wartet. Aber ja, manche Fische gibt es nur bei Regen und bei Nacht sogar. Liegt hier ein Baguette am Strand oder was soll das sein? Ach, das kann man gar nicht aufsammeln. Und da gibt's Jaro. Ja, was ist denn jetzt hier los? Gibt es Fische, die es nur bei Nacht und bei Regen gibt? Und im Frühling musst du auch noch machen. Sonst weißt du, sonst versteht der Chat das nicht. Nee. Okay, ich welche? Bin am Arsch. Meine Kraft ist am Ende. Ich die Mine verlassen. Den Aal, aber den Aal gibt's nur im Sommer, oder was? Ja. Wenn ihr mal so einen roten, rot gepunkteten Busch sieht, der Masern hat, dann macht da mal Rechtsklick drauf. Okay, was gibt es dann? Lachsbeeren. Ja. Macht Money Money. Gott, da ist noch ein Katzenfisch. Woher weißt du denn, welcher Fisch da ist? Weil der Katzenfisch ist so schwer. Brauch mal eine Sardelle und ich stehe hier bei Willi und krieg keine. Vielleicht gibt's die nicht bei Regen. Wäre schlecht, weil das ist der letzte Tag, wo ich das machen kann.
Weg damit, weg damit, weg damit. Katzenfisch ist so ein hohen Kind. Genau wie Katzen. Ah, oh, ich hab's geschafft! Gibt's Sardelle nicht bei Regen, Chat? Ja. Ich habe jetzt Sardine und all so ein Kram. Ich liege im Bett und gepickt. 18 Uhr. Ja, man muss halt auch mal ein Nickerchen halten. Außerdem bin ich energiemäßig am Wash. Sardelle ist Sommer. Nee, die hab ich vorhin gefangen. Das kann ich. Soll ich hören, Wal? Das war doch eine Sardelle, oder? Oh, Blaubarsch, den habe ich ja noch nie gehabt. Sollen wir den auch abgeben? Stimmt. Achso, die Quest habe ich natürlich nicht mehr. Junge, ich kann keinen Hering und so mehr sehen. Das gibt's doch nicht. War 69 cm, Junge? Ich glaube nicht. Warte, ich gucke das mal an. Ne, nicht Speisekammer, das ist nicht Aquarium, genau. Da ist der Katzenfisch und der Blaubarsch. Wann kann man die Tigerforelle holen, Chat? Ich habe einen Heilbutt. Die Tigerforelle? Dann hätten wir nämlich so ein Paketchen voll jetzt, weil ich hier noch zwei reinpack. Und dann ist gut. Im Herbst. Ach, fick. Danke. Flussfische. Zack. So, weil der Chat ja immer hier mehr Fake News verbreitet. Du hast hier gespendet, Peter, der ist doch für die Quest. Was? Katzenfisch brauchst du doch für die 600 Gold Quest heute. Was? Es gab eine 600 Gold Quest? Die habe ich doch vorgelesen. Ja, ich habe aber noch eine. Ich habe zwei Katzenfische. Hast du zwei? Ja, dann. Wait, hast du die Quest angenommen? Dann musst du sonst noch eine angeln, oder? Scheiße, stimmt. Oh mein Gott, ich habe nicht angenommen. Aber Bündel. Morgen regnet es bestimmt nicht mehr. HW. Wer war HW? War der Dude hier? Geil, ich habe einen Aal. Ja, du bist Gas. Wo zum Fick war HW? Ach, der Arzt. Stimmt. Der mit der Brille. Ist halt egal, wo du am Fluss da den Katzenfisch hier angelt hast. Ey, das hat geklappt, Christian. Ich muss dir nicht neu angeln. Ja, ich dachte, das ist egal. Was ist denn? 600 Cash für uns, Babys! Also manche gehen hier jeden Tag in die Bar. Weiß ich nicht. Der Wirt? Also, ja, ich gehe gleich mal durch, ob wir da noch irgendwelche Fische fangen müssen. Ja, safe. Ich habe auch noch welche. Ich muss mal gucken, welche davon abgebbar sind. Boah, im Fluss braucht man den Blaubarsch. Den gibt es nur, wenn es regnet. Ja, habe ich gefangen und abgegeben. Geil. Dann gibt es natürlich den Katzenfisch. Den gibt es nur im Regen. Habe ich den abgegeben. Hast du auch abgegeben. Geil. Gotteslack. So, dann Tigerforelle gebe ich im Herbst und Winter. Das hatten wir ja durch. Dann Forellenbarsch. Da hatten wir, glaube ich, auch alles abgegeben im Teich. Ozean. Haben wir auch alles abgegeben. Wir können. Haben wir alles abgegeben, was an Fischen geht. Oder die Nacht. Warte. Nacht ist Brasse haben wir. Und sonst Aal. Aal, ich hab nachts, Aal. Frühling. Ich habe einen Aal. Geil. Den hast du geangelt. Stark. Hm. Danke, Chat. Danke, Chat. Danke auch wieder Ciaro, DVO, Marius, und ein Heilboot habe ich hier noch geholt. Und Udette für die Subs. Kannst du verkaufen. Da gibt keine Money, da gibt keinen Need für. Denkt an die Uhr, wir haben 23:30. Ja, ich bin da. Ich lege im Bett. Tisch. Achso, ne, auf Klo gehe ich jetzt nicht, dann mache ich gleich, weil sonst kommt ihr nicht weiter. Du liegst so im Bett. Ja, aber wenn ich brauche vielleicht so. Länger als eine Minute und dann verstehe, geht ja. Was du meinst. Ja, okay. Peter muss ein Würstchen machen. Ja, vielleicht.
Ein wohlgeformtes Würstchen. Aber ich glaube, ich habe einen Katzenfisch. Was? Das die sind auch insane, etwas, die Katzenfische. Worauf ich mich richtig ja, freue, auf weg. Das Klopapier. Tschüss. Und die Scheißklos auf in Amerika. In Amerika? Alter, die sind boah, so kacke, die Klos. Die DNA geht die Kacke nicht weg. Spült sie nicht weg, weil die da so einen komischen Strudel haben. Weil sie auch nicht, was die andere machen. Scheiße haben. Ja, muss so sein. Die haben bei denen ist immer nur Brei, weil die nur Fett essen. Ich finde immer am unangenehmsten, dass die keine Klobürsten haben. Also viele ja. haben keine Klobürsten. Ja gut, aber bei dem toxischen Chlor, was die da drin haben, in ihrem Wasser. Ja, aber da bleibt ja trotzdem manchmal Rückstände und dann stehst du da. Ja, aber das löst sich ja dann irgendwann auf. Ach. Finde ich auch nicht geil. Nee, finde ich auch nicht geil. Danke, ja, pro Klobürste. Wir arbeiten auch immer bis fast 2 Uhr nachts. Ey. Ja, wir sind richtig das am Reinhasseln. So, Peter, gut, tschüss. Ja, danke. Also, ich habe noch nichts abgegeben. Das war mir zu gefährlich. Ja, ist ja egal. Ist 1,5. Ich werde mal ein gutes Investment gleich tätigen. Ja, wir haben schon wieder fast 6.000. Wir sind hier richtig am, wirklich am Reinhasseln. Was haben wir schon wieder? Ja, mach mal Investment hier für Bewässern. Alter, 500G haben wir wieder von Mutti gekriegt. Mutti gönnt. Dann hab ich das Laden verkauft. Alter, wie viel Post haben wir denn gekriegt? Rasse. Oh, ich hab den Aal, können wir noch abgeben. Okay. Oh geil, wir können hier ja ernten. Geil, jetzt gehe ich kurz auf. Aber jetzt, Leute sehen von hier aus jetzt. Boah, wir haben einen Blumenkohl. Die Venusmuschel haben wir noch nicht abgegeben. Okay. So, das können wir weg, das können wir weg. So, Pflanzen. Okay. Let's verkoop. Hast du bestimmen. Eine Sichel am Start, Chris? Brauchen wir eine Sichel? Für das Zeug, was da gepflanzt ist. Für die zwei Reisdauden. Da oben das? Ja, das große. Und das hier. Jetzt habe ich ungemahlener Reis. Ja, und das hier auch. So. Zweimal ungemahlener Reis. Geil. Was machen wir damit? Führen Sie dies durch eine Mühle, um den Wert zu erhöhen. Ja, eine Mühle müssen wir erst bauen. Reismühle, ja genau. Können wir den nicht neu pflanzen? Nee, ne? Ja. Okay, also verkaufen. Ah, einfach vertickt, ja. Oder. Ich damit. Kann man Peter irgendwie einbauen? In dem Spiel? Ja, das kann er sofort wieder abbauen. Ja, aber fuck ihn trotzdem ab, weil er das erstmal machen muss. Du kannst halt. So Lampen drumrum machen oder sowas. Hm. Ja, der wird Zeug dabei haben, ne? Weil du brauchst ja eigentlich nur so. Wer hat der Sachen da nicht bei? Ne, hier. Ja, der kommt ja links rum. Ja, oben, ich hab kein Holz mehr. Ja, fuck. Ey, der kommt eh hier links rum. Der hat sich so smart hingestellt, damit man den nicht abfacken kann. Wie links rum? Rechts rum. Ja. Ach so, wegen der Pflanze. Ich hab keine Energy mehr, ey. Willst du den Rest gießen? Und dann sag ich, ja, kann ich den Rest gießen, der Lump. Sitzt, verpiss dich da auf Scheiß aus und lässt ja alle uns arbeiten, ey. Vollpeter. Eigentlich muss ich eigentlich. Ach, ich muss Robins Axt auch noch abgeben. Ja, ich hab das auch gestern erst gemacht. Hat der nur eine Angel? Der hat nur eine Angel! Müsst ihr zubauen! Ja, da muss die Pflanze rechts da weg ja, machen. Wir brauchen Scheiße auf die Pflanze. Da geh ich ein bisschen mehr arbeiten. Ich bin nur gerade in der Stadt. Pack die weg, ja, jetzt schnell Holz da drum.
Ich muss noch Holz. Ich muss noch Baum fällen. Das schaffst du. Nein, da oben, wir haben noch Holz. Da in der oben in der Truhe. Das ist oben in der Truhe. Ja, Peter ist kacken. Die braucht doch eh jetzt noch länger. Der ist schnell. Der muss doch. Der spielt noch. Hätte ich ewig Zeit. Oh, ich beeile mich. Ich bin da. Aber endlich ein neues Haustier. So, Erstellung 1, 2. So. Nein, du kommst hier noch durch. Ich brauch mehr. Okay, shit. Beeil mich. Ich hab noch 4. Du hast zu weit unten gebaut. Du musst höher bauen, runterbauen, einen drunter bauen. Unter dem oberen Stab. Hier kann ich nicht bauen. Wir müssen den zubauen. Hallo. Oh, hier kannst du nicht bauen. Doch, kannst du wohl. Warte. So. Reicht doch. Nee, musst du gar nicht. Das ist doch egal. Wenn ich raus, so, zack. Okay. Einfach 3 Pflanzen so, lass für die stehen. Scheiße geopfert. Das war's wert. So, ich bin mal weg. Ich gehe in die Mine. Ich bin mal weg. Ich bin jetzt hier am Gießen. Okay. Ich habe meine Gießkanne abgegeben. Damit ich besser gießen kann, dann kann ich das Gießen in Zukunft erstmal übernehmen. Ach, du hast eine bessere Gießkanne. Oh, sorry, da bin ich wieder. WB Peter. WB. Oh mein Gott, ich hasse euch. Mein neues Steig hier. Warte mal. Kann ich irgendwas machen? Kommst du raus, Peter? Komm ich nicht. Oh, ich hab kein Wasser mehr. Ich muss mal eben Wasser holen. Ich bin in der Mine. Ich kann dich leider gerade nicht befreien. Warte, vielleicht habe ich Trick 17. Peter ist gegangen. Ja, ach so. Oh. Ja, das wird helfen. Du Spielverderber, Peter. Wieder da raus. Okay, irgendwie muss es für mich doch eine Wirklichkeit gegen diesen Digger zu ändern. Oder muss man die abbauen mit einer fucking Hacke? Das Schöne ist, nicht, dass der Chat irgendwie uns auf die Idee gebracht hat. Ich hatte erst gesagt, lass einbauen, so, und dann habe ich gesagt, ja, der hat bestimmt irgendwie so Axt oder sowas dabei. Und dann schrieb der Chat so, nee, der hat nur eine Angel dabei. Also, danke, nicht betrogen, Chat, Peter. Dankeschön. Fühl dich betrogen. Und jetzt laber drüber, oder wie war das? Ja, das war ein anderes Game. Ich glaube schon, ich angel einfach Christian, oder? Ich komme nicht bis da. War das? Da oben. Kann ich den Hund Chat umbringen? Ja, bewusstlos werden, dann bist du im Bett. Ich habe wieder keine Energy mehr, ey. Also, du kannst halt auch nicht mit dem Baumodus oder so verschieben? Es gibt einen Baumodus? Nö. Nee. Ich weiß, wie ich hier rauskomme. Ich habe einen Trick. Was machst du denn, ne? Ja, warte du mal ab. Okay. Jetzt bin ich gespannt, wie du darauf. Achso. Wenn du in Ohnmacht fallen, das wird dir gar nichts bringen, Peter. Das wird dir gar nichts bringen. Aber ich geh mal kurz Haley eine Runde ausführen, während Peter da in den Zaun sitzt. Ja, Christian, der klaut deine Haley. Was? Das macht nichts. Christian und ich teilen doch. Hier, komm, kannst du wieder raus. Oh, kurz bevor ich umgekippt bin, Alter. Das war es wert, die 3 Erdbeerpflanzen zu opfern. Das war es so wert. Oh, ich habe dafür 3 Erdbeerpflanzen geopfert. Oh Mann, ey. Nette Schuhe, hat Haley zu mir gesagt. Ja, sind die aus Plastik, hat die auch gefragt. Ja, das hat sie nicht gesagt. Mhm. Hat gefragt, ob die von Prada sind. Mhm. Die mag mich nämlich auch schon. Ihr habt schon 4 Sterne bei der. Mhm. 4 Sterne? So eine Google-Bewertung. Hab schon Rezension da gelassen bei Haley. I believe you know word. What?
Ja, stark, Mann. Stark, stark. Der hat genau das gemacht, weil ich mir auch gedacht habe, während Peter weggeschlossen ist. Oh, warte mal. Aber jetzt hat er, blöderweise hat er seine Axt im Haus. Das ist korrekt. Das Smarten. Gibt im Haus, kann man eine Truhe platzieren? Ja. Okay. Ich habe aber keine, ich habe meine Axt, glaube ich, nicht dabei. Also mich nicht zubauen, bitte. Okay, Freunde, wo kann ich hier Sachen abgeben? Alle, wo ist der All? Okay. Da ist der All. Glasaugenbarsch, wo kriegt man die denn her? Und eine Muschel. In der Mine. Das sind die Special-Fische. Also ich habe jetzt noch eine Mupfel abgegeben und den All. Ja, Peter macht wieder richtig sinnvolle Sachen hier. Er sitzt da einfach. Ach, das ist doch kacke, wenn du das einfach guckst. Ach so, das ist mein Zimmer. Ja. Ach so, ich dachte, das wäre deins. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe nur rübergeguckt gerade. Ich wusste den nicht. Mann. Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du das bei mir machst. Christian hat sich doch eingebaut. Ich habe gar nichts gemacht. Weiß ich doch nicht. Ich war Farm. Natürlich. Wir haben nichts Cooles hier mehr. Ist das eigentlich schlimm, wenn man Leuten Sachen schenkt, die die nicht mögen? Verliert man dann wieder Sachen oder ist das einfach nur wasted? Ich glaube schon tatsächlich. Ich glaube, das finde ich gar nicht so geil. Machen wir doch mal das. Ach, ich habe Haley ja schon zwei Geschenke diese Woche gemacht. Gut. Ja, ich weiß nicht, ob Peter das schon gemacht hat, ne? Aber ich finde das vorbildlich, dass wir Dienstag haben, du dir schon zwei Geschenke gemacht hast. Also man hat das Gefühl, du hättest Bock auf die. Im Gegensatz zu Peter, der einfach irgendwie nur im Zaun rumschimmelt. Ich habe mehreren Leuten schon zwei Geschenke gemacht. Das ist echt, du bist da voll hinterher, Alter. Ich treffe dich denn zwischendurch einfach und dann gucke ich, was ich im Inventar habe und dann gibst du denen das, anstatt das zu verkaufen. Das ist richtig. Teile doch gerne. Was hat Lea denn für eine... was ist das für eine Person? Ja, das ist so eine natürliche, die passt gar nicht zu dir. Nein, natürlich passt wirklich nicht. Was? Ja, die ist so naturverbunden und so weiter. Ich glaube, die mag meinen AMG nicht. Was ist denn Penny? Penny war die langweilige. Penny, ne? Ist die langweilige, die passt zu dir, Peter. Und Maru? Nimm doch jetzt den Sebastian! Mein Gott! Geh dich doch nicht so. Oh geil, 5 Kohle. Er ist auch ein netter. So, Peter passt Abigail. Was ist Abigail denn für eine Person? Das ist die Gamerin, die introvertierte Gamerin. Ja, Gamerin finde ich gut. Also gut, meine Frau ist zwar das überhaupt nicht, aber ist Maru die Gamerin? Ich weiß das gerade gar nicht. Einer von den beiden war Gamerin. Dankeschön, Mr. Alex, für 5 Euro Trinkgeld. Danke auch für die Nachricht. Bobinator, danke für den Resub. Shion, dankeschön für das Trinkgeld. Meister Watzen, nee, Wezan, Entschuldigung, für den Resub. Infernobaum, Citro, Mr. und das Dude, also Understood. Yalla, Kriege, Kno, Konzi, Domsenik, SD Anime, Fanderschles, Darkseid und Johanna von Orlean. Dankeschön. Oh, guck mal, 34 Lachsbären habe ich gefarmt. Geil. Haben wir alles gegossen? Ich hoffe, das habt ihr gemacht und nicht nur Unfug gemacht. Ja, ich konnte nicht mehr. Ich hab meine Gießkanne weggegeben. Ich bin nicht mehr. Is gone. Wieso? Weil die verbessert. Die wird verbessert gerade. Ah. Einfach mal Money, damit er mal ein bisschen angenehmer ist, den Shit da zu machen. Oh, weißt schon, dass du dich damit dann total qualifizierst, das jedes Mal zu machen, wenn du der Einzige hab bist. Hab ich ja auch gesagt. Ah, ja, okay. Ich das mache. Ich hab die Quests vergessen. Naja. Hatte sich heute jemand um unsere Hühnchen gekümmert? Nö. Ich nicht. Ah, dann mal.
Ja, Sebastian und Dings können sich ja auch nochmal da selber um sich kümmern, ey. Ja, aber heute haben die jetzt kein Herz gekriegt, weil die schon schlafen. Warum hat er meine Truhe so materfahl? Ja, das war ein Versehen, das war Panik, weil du mich erwischt hast. Panik, weil ich dich erwischt habe, okay. Oh, Kohle geht zur Neuge. Jetzt Abigail, ja, ich habe noch 8 im Inventar, weil ich hier die ganze Zeit brenne. Ah, gut. Ich habe auch noch ein bisschen Kupfererz gefunden. Ups. Okay. Dann time to schlaf. Time to schlaf. Das ist übrigens super, dass der Hund bei mir schläft. Da wurde immer Essen gefallen. Du schenkst wahrscheinlich dem Hund auch jedes Mal was. Jonathan, der Nice. Dankeschön. Was? Dankeschön. Ich habe gelassen. Ein guter Name. Warum? Hofarbeit. Guck mal, ich kann unseren ersten Sprinkler kaufen. Yay. Krabbenreuse. Alter, jetzt war Cash in the Tash, ey. Guck mal, einmal arbeitet Peter nicht, haben wir richtig viel Cash. Ja, das stimmt. Das habt ihr gut gemacht. Ich sollte generell nicht arbeiten. Ich sollte mich einfach jetzt ins Bett legen. Wieso? Was hast du gemacht? Ja, der macht ja mehr Geld ohne mich. Ach ja, bla bla bla. Dankeschön, Johanna von John von Orleans und Darkseid und Fanderschläse. Hey, das habe ich doch schon vorgelesen. Was ist denn das hier? Ich muss heute mal hochscrollen, ich Vollidiot. Kibri, dankeschön. Strong Bear und Jona Tan der Nice. Dankeschön. Regen ist super. Regen ist angenehm. Ego kämpfen. Peter, warum hast du eigentlich so wenig Energie und warum bist du immer noch nicht draußen? Wait, du bist stehen geblieben und nicht schlafen gegangen. Ich habe mein Inventar noch gecheckt und dann vielleicht nicht auf die Zeit geguckt. Ah. Darf ich auch was verbessern? Nee. Oh. Wo macht man das überhaupt? Muss herausfinden. Beim Schmied. Achso, das heißt, der ist jetzt gerade wahrscheinlich noch beschäftigt. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht, wie der Multiplayer ist. Da wäre super nervig, wenn du jedes Mal auf die Ist das nicht immer nur ein Tag? Du hast einen 8-Spieler-Multiplayer. Nee, das dauert, glaube ich, 2 Tage. Da musst du einfach einen ganzen Monat durchcraften. Ich geh mal dahin und frag mal nach. Kannst. Dann mach das mal. Brauchst aber noch 5 von den Bronze-Dingern. Achso. Ja, die habe ich ja hier schön gebrannt. Ja. Dann mach was Sinnvolles wenigstens. Fuck you, einfach nur. Ihr könnt jeder eins machen gleichzeitig. Dankeschön, Sunny, Will und Niklas. So, was können wir hier noch craften? Ah, hier, den Shit können wir mal machen. Wo ist das denn? Hey, wieso kann ich das noch nicht? Was hast du heute so an deinem Ehrentag gemacht, also was sich von anderen Tagen abhebt? Nix. Suche Grünalge für meinen abendlichen Buchclub. Was hat Alex mit Grünalge vor? 45 Gold, dafür bewege ich mich nicht. Der sieht aus wie ein Packers-Fan, deswegen braucht der Grünalge. So, heute gehen wir mal in die 40-Ebene rein. Haben Lachsbeere gefunden. Was ist das denn? Untote. Also für entweder brauchen wir eine bessere Axt, wäre gut, oder eine bessere Spitzhacke auf jeden Fall. Ich wollte die Spitzhacke verbessern. Gerade macht sowieso super viel Sinn dann bei der Mine. Oh, Junge, was hat er gerade gesagt? Ich fange damit an. Scheiße, das habe ich weggeklickt. Dammit. Egal, dann nutze ich jetzt nochmal die Zeit zu angeln. Der hier Demetrius kam jetzt an. In unserer Höhle unten rechts werden jetzt Pilze angebaut. Da kann man die theoretisch, glaube ich, auch jeden Tag jetzt farmen oder sowas. Mein Gott, stimmt das. Ja, diese komischen Viecher, die hier sind, denen mache ich nur einen Damage. Aber du hast schon das bessere Schwert, oder? Wenn du Stufe 40 hast, gibt es, glaube ich, ein neues Bäffchen.
Da arbeite ich gerade zu. Mittwoch, Ruhetag. Pierre ist ja so ein fauler Sack einfach nur. Boah, freu dich mal an, wenn du, freu dich mal auf Mani, wenn du die endlich hast. Das ist Mani. Das ist die Farm-Tante. Oder die Hühner und so kaufen kannst. Die hat, die arbeitet, glaube ich, ein oder zwei Tage die Woche. Ja, also immer arbeitet, wenn du da hingehst, arbeitet die nicht. Ja, die ist Beamtin. Ja. Ja. Oh, guck mal, also gibt hier ganz schön viele Büsche mit Rot. Na gut. Genau. Arbeiten die Leute hier eigentlich was oder gammeln die nur rum? Alter, jetzt werde ich hier so wegblockiert. Hat sich meine Mama bei mir auch schon ganz oft gefragt. Oh, Sebastian, ja, ist aber auch so ein Downer. Aber guck doch mal. Oh, das, ist wieder, das muss ich mir wieder aufschreiben, oh, für Soundboard, ey. Arbeiten bei Joja. Ach, guck mal. Wie kann ich das jetzt sehen, wer da arbeitet? Alle arbeiten bei Joja. Auch Pierre. Ja, da klaut er immer die ganzen Samen. Hey, ist ja kaum jemand. Hier ist eine. Wer ist das überhaupt? Oh, ich habe eine Zeitschrift gefunden. Shane. Shame on Shane. Der Shane arbeitet da ekelhaft. Müssen wir wieder hier rum. So zum Geier finde ich eigentlich keine Geonen mehr und all so ein Kram. Hast du keine Energie mehr, Jay? Jo. Habe keine Energie mehr. Stadefeder, läuft nicht bei dir, ne? Die mag wohl nicht so gerne Lachsbären, kann das sein? Wie hast du denn jetzt? Hast du ja, Feder versucht halt immer noch Eli klar zu machen. Ich finde es nicht gut, dass du sehen kannst, was ich mache, aber ich nicht sehen kann, was du machst. Ja, du streamst halt. Ja, das ist scheiße. Weil ich guck die, ich lieg die ganze Zeit im Bett, was soll ich jetzt machen? Ja. Kann ich Instagram abchillen oder was? Ja. Nee. Was ein dummes Geschenk. Oh, es gibt hier neue Nachrichten in unserer WrestleMania-Gruppe. Was ist da los? So, angekommen auf Stufe 40, Freunde. Sehr gut, dann kann ich die Steinschleuder. Dann gibt's ja. Stimmt, ja, okay, dann geht's. Die fand ich immer scheiße. Aber ist erste Fernkampfwaffe, oder so? Ja, aber. Macht nicht so viel Damage und die meisten kommen eh nah ran. Schenk dir im Shane mal eine Lachsbeere, Peter. Ach, ich hasse alles. Ja, wie Shane. Ich werde jetzt wie dieser Sebastian, der gerade neben mir steht, der auch alles hasst. Das ist gar nicht Shane, das ist Sebastian, okay. Ja, das ist Shane. So, du meinst den. Ja. Komm, dem schenke ich jetzt auch eine Lachsbeere, einfach damit wir den Kohle nicht bekommen. Wir haben 10.000, wir sind reich. Da kann man nur ein Fragezeichen. Aber so eine Beere ist doch geil, was wollt ihr Ficker eigentlich? Alter, wenn du da einfach... Mal, ich bin also wenn du mir ein paar Beeren mit. Ja, echt mal, wenn du mir da ankommst mit so wilden, wild gepflückten Himbeeren, dann habe ich Angst, dass ich Fuchsbandwurm kriege. So, hier, genug gefallen. Ach nee, wir haben es. Ich bin hier so am Hasseln. Ja, Melin, ich würde mich auch über Bären freuen. Weiß ich auch nicht, was das soll. Alter! Freust dich über. Du bist doch die Person, die sich am meisten über Popcorn, Gummibärchen und Ketchup freut. Ey, darf ich mal 10.000 für so ein dekoratives Schwert ausgeben? Nein. Schade. Ja, bitte. Kannst du dir dann irgendwo hinstellen. Aber das Piratenschwert kostet gerade mal 850. Wollen wir nicht das in Hühner investieren, wie mal gesagt? Ja, stimmt, in Tiere, ja, ist auch okay für mich. Ja, können wir machen. Aber nee, pass auf, smart wäre es, wenn wir den Hühnerstall ausbauen und dann einfach da so ein Ei reinlegen in den Brutkasten, damit wir kein Geld ausgeben für die Hühner. Ah. Dann kannst du nämlich. Wie teuer ist denn das?
Das kostet Geld, Holz und Stein. Also du musst mit Holz und Stein reingehen. Kostet Geld. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, 4000 oder sowas? Er weiß es nicht. Das ist nicht so teuer. Das ist okay. Boah, so ein Tag, wo man nicht gießen muss, ist echt entspannt. Ja, das ist spannend. Entspannt. Oh, wir haben eine neue Quest, die ich wieder vergessen kann. Suche Grünalge. Ja, kannst du vergessen, Alter. Ich komm von Knossi oder von wem. Lange. Ey, von nein, Alex, Christian, ja. Kannst du mal dein Unkraut hinter deinem Haus jäten, ey? Überall Unkraut. Hat er schon Unkraut? Was so Unkraut halt. Okay, jetzt mal schnell in die Mühle. Danke Chat, danke Chat. Und danke INS für den Resub sowie Chuck Norris, Suralret, nee, Zuxaret und Liz Limone. Danke euch. Hat sich eigentlich irgendeiner im Chat den Podcast schon, den Peatcast angehört von WrestleMania? Irgendeiner, ja, ist der schon der online beim Peatcast? Ich habe den direkt online gestellt. Ja, mega. Gestern. Ich habe mir nicht angehört. Achso, was? Verstehe ich gar nicht. Heute machen wir bis 10, Chat. Halt auch super nischig, ne? Wenn du kein Wrestling guckst, dann würde ich mir halt auch nicht anhören. Ja. Ja, hier wach ich. Sag mal, wenn Pierre Ruhetag hat, wie komme ich denn in die Butze bei dem rein? Gar nicht. Außer du brichst ein. Geht das? Nee. Ja, das ist doch mies. Geil, du hast Schleuder. So, nächste Quest ist auf zum Grund der Mine. Oh, wir sollten nicht zu tief schwimmen. Wer wird diese GNTM-Folge lieben? So viel Cringe wieder. Oh, geil. Haben da jetzt mal welche gepoppt? Keine Spoiler, bitte. Ey, Germany's Next Topmodel, da sind doch nur Mädels. Oh nein, das sind nur Männer mittlerweile. Nein, ich hab verkackt. Ja, diesmal sind Männer dabei. Männer und Frauen. Ich finde das voll unfair, weißt du? Die Frauen immer mit so 20 cm absetzen und die Männer einfach mit Joggingschuhen immer über den Laufsteg. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Aber die konkurrieren doch eigentlich gar nicht um die gleichen Jobs, oder? Die konkurrieren untereinander. Deswegen gibt es aber auch zwei Topmodel dieses Jahr. Achso, ich dachte, du wärst wie bei. Aber jetzt schlägst du mich doch mit dem Schwert. Ich dachte, du wärst wie bei Lethal Company, so ein Gegner. Die Lachsbären, what the fuck? Soll Haley dran ersticken? Ah! Peter ist so ein eifersüchtiger Mann, oder was? Also, wenn ich die nicht haben kann, dann darf ich auch kein anderer Kerl haben. Hä, wieso? Ich mach doch gar nichts dagegen. Alter, wer hat denn jetzt mein Haus wieder zugebaut? Ich nicht. Ich hab meine Spitzhacke, meine Hacke nicht mitgenommen. Oh. Ja, ich kann dir im Bett, James. Ist mir egal. Aber ich schlaf schon. Viel. Scheiße, hab ich nicht irgendwie. Oh. Fledermausflügel nicht verkaufen. Okay, Steine haben wir ja mittlerweile genug. Halt's doch auch. Das können wir doch mal abgeben gehen. Alter, gönn ich hier Beeren, Alter. Willst du abgeben? Steine und Holz im Gemeinschaftszentrum. Ja, wir müssen das brauchen. Wir brauchen das doch für Dingens. Für Hühnerstallausbau erstmal. Wie viel braucht das? Das weiß ich nicht. Jetzt gibt's richtig Cash. Na, Schatzi? Piss dich, ey. Peter hat sie ins Bett gekuschelt. Alles schlimm. Ah, hier ist warm. Ist so richtig, so, als wenn hier noch so ein richtig haariges Tier mit mir im Bett liegen würde. Ich hab, glaube ich, Bettwanzen jetzt seit heute. In meinem Bett. Dann nimm jetzt endlich die Spitzhacke mit. Alter, Kutan, erstmal macht man das nicht mit der Spitzhacke und zweitens ist die Spitzhacke gerade am Verbessern. Oh. Oh, ich bin so am Sack, weil ich so viel gearbeitet habe. Dann zieht Peter mir noch das letzte Fünkchen Leben aus mir raus, ey. Ja, warte, du hast mich eingebaut. Ich komme da nicht rein. Ich hab dich nicht eingebaut. Dann war das Chat. Ach, Chat war... War der Hund? Ich weiß ja, wann planst du so ins Bett zu gehen? Jetzt. Nice.
Danke, Max Homo und ich habe gerade noch das Inventar leer gemacht, verkauft und so dies, das, Ananas. Hey Mary, auch dir alles Gute zum Geburtstag, Mary. Oh, schön, alles Gute. So viele am 28. Geburtstag haben. Ja, das ist echt gute. Insane. Kampfstufe 2. Mega. Alter, reich, wieder 1000. Jetzt müssen wir richtig einen, glaube ich, abgießen. Ich komme nicht in mein Haus rein, da ist meine zum Gießen. Ah, ne, ist frei. Oh mein Gott. Ja, wäre schade, ne? Ja, schade für uns beide. Ich weiß, ja, du hast eine. Ey. Ach, das Gießen, ey. Ach, warte mal, das hier ist fertig. Muss man das abgeben? Nope. So, alles ist fertig unten. Lass mich das sammeln, weil ich die ganze Zeit schon sammeln gelevelt habe für die Sprinkler. Achso, okay. Dann beginne ich schon mal zu gießen. Wait, die Hühner mögen mich wenigstens. Nee. Nee. Ach, Christian, warte mal kurz. Nee. Sollten wir jetzt die Eier aufbewahren oder wegtun? Wofür gibt's denn eigentlich den Sammeln-Skill? Kriegst du dann mehr im Zweifel oder bessere Sachen? Ja, oder kriegst du halt auch Sachen. Hey, wait, aber ich krieg ja auch. Ja, aber ich krieg die freigestellt, weil ich schon ein bisschen was gemacht habe, krieg ich halt den Sprinkler schneller freigeschaltet. Ja, ja, ist ja okay, aber ich will einfach nur wissen, was einem der Sammelskill bringt. Einfach nur das Freischalten von dem nächsten Ding da. Rezepte. Zur Herstellung. Oh, okay. Ja, okay. So ein Schiat. Ich dachte, der Skill bringt wirklich irgendwie, dass du besser goldene Sachen kriegst oder so. Wollen wir da mal neue Samen noch holen? Ja, ich werde mal ein paar Pastinaken. Ja, mehr und höhere Qualität, danke, Chat. Wir brauchen Standarddünger. Okay, ich gieße dann schon mal den Rest des Feldes. Wie lange ist denn? Achso. Was pflanzt du da gerade? Dünger. Für die Pastinaken. Damit wir. Ja, da brauchen wir noch einige, das stimmt. Damit wir die goldenen. Ja, deswegen habe ich den geilen Dünger darauf geschmissen. Aber genau, du machst das hier alles noch voll. Du kaufst jetzt noch Samen dafür quasi. Ich gehe jetzt da Samen kaufen und. Wie viel Samen holst du denn so? Ah, ich mach mal hier voll. Guck mal, die wird, was so geht. Ja, ich müsste so deine Gießkanne heute abholen können, oder? Gibt es zum 8. Nee. Doch 8. Nee. Doch 28. Tag. Geht jeder Monat. Sag mal, hier hinter der Vogelscheuche kann man noch was ernten. Haley, was ist jetzt passiert? Wie ist denn jetzt passiert? Ich habe eine Zwischensequenz. Ich habe die ja, aber die auch. Sehe ich auch. Seht ihr die auch? Komm ab hier. Komm ab hier. Vor allem sieht Peter die mit dem Kamin. Ja, ich. Hä? Die ist richtig. Ja, einfach weiter, ey. Scheiß auf die Zwischensequenzen, ja. Der Jojo-Dude will irgendwie abfacken oder was? Ja, der Jojo-Dude zack, Balls. Sag mal, hinter der Vogelscheuche hier können wir doch was ernten oder nicht? Nee, das ist die Vogelscheuche doch, oder? Ja, aber dahinter ist doch was Grünes, oder nicht? Hinter der anderen ist das nicht. Können wir noch nicht ernten. Okay, aber da ist was theoretisch. Ja. So, das sollte eigentlich genug bewässert sein. Erstmal, ich habe auch schon kein Wasser mehr. Warst du schon bei den Hühners? Ja. Gut. Dann gehe ich jetzt, keine Ahnung, kämpfen. Haben wir denn genug Holz und Steine für die Erweiterung des Hühnerstalls? Einfach mal mit Holz und Stein zu der Robin gehen. Wir haben wahrscheinlich nicht genug Geld, Leute. Das kostet 10k. Ernsthaft? Ja. Teuer. Hatten wir nicht eben 10k? Ja, aber... Ja, ich musste ja neue Sämchen kaufen. Guck mal, hier ist Haley. Ich schenk dir mal jetzt Harz. Ekelhaft. Oh, ohne Zwischensequenz. Naja. Oh. Standard bei dir auch mit der Lachsbeere, Peter. Was für ein doofes Geschenk stand da, glaube ich. Warum ist die verschlossen? Ja. Die Kinder sind gerade in der Kanalisation. Nee. Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Wir brauchen den Schlüssel von Gunther für die Kanalisation, Freunde. Ah, die hatte ich vorhin schon, die Zwischensequenz. Den besten Intercontinental Champion, den es jemals gab. So, ich guck jetzt nach, wie viel Holz und so das kostet. Eine Legende, der Gunther. Ist es schon, ne?
Wolltest du da jetzt hingehen? Bist du nicht nach unten gegangen? Ich stehe vor der Tür, deswegen habe ich gefragt. Ach so. Hey, müssen wir das nicht oben bei dem Ding machen? Du bist doch nach unten gegangen, oder nicht? Ach so, erweitern ist oben, aber kaum. Ach so, okay. Die Tiere sind unten, Gebäude sind oben. Ich gehe nach oben. Tiere kaufen. Was kosten Hühner denn? 800 Gold. Aber dann für zwei? Zwei kosten dann 1600 Gold. Achso, ich dachte, du kriegst ein Pärchen, weil die Hühner nicht alleine verkaufen will oder so. Nee. Frech. Ja, wie gesagt, Hühner kaufen bringt uns nicht so viel. Kann man denn einen Hühnerstall aufwerten überhaupt? Ein großer Stall oder so, was heißt das? Aber braucht man dafür vorher einen kleinen Hühnerstall oder setzt man ja, dafür... Ja, den setzt du einfach dann da drauf. 10.000 Gold, 400 Holz, 150 Stein. Das haben wir. Abgesehen von Gold. Das heißt, wir gehen morgen, geben jetzt kein Geld aus, verdienen noch das bisschen, die 400 und dann... Der große Angelstream, let's go. Elliot, sie Schwachkopf. Also Holzfarm. Ich gehe angeln. Wollen wir Holz? Oder kämpfen? Nö. Aber ich mach die ganze Zeit hier Holz für die Farben, die einfach da leer. Weißt du, wem du dir Lachszeug schenken kannst? Da die Lachsbären, der Lea. Die hat sich darüber gefreut. Schon chillig. Peter, unten blubbert es da. Wirklich? Hat das was mit den Bubbles zu tun? Ja, da solltest du immer farmen. Wenn da Bubbles sind. Weiß nicht, was das bringt, aber irgendwie beißen da die Tierchen schneller an. Weiß nicht, ob das noch irgendwas Geileres ist. Da sind die Bubbles. Wo sind die Leute alle schon wieder? Das ist ja unfasslich. Er geht mir auch immer auf die Nerven. Wie ist denn das Chat im Multiplayer-Modus? Wenn wir uns jetzt jeder irgendwie Mann oder Frau klar machen, ja? Wie kommen die dann auch zu uns alle drei dann zum Hof? Also sind wir dann so eine Kommune? Was? Die kommen zum Hof. Wenn du die heiratest, dann kommen die zu dir in den Hof. Dann wohnen die bei dir, oder was? Ja. Das ist ja irgendwie Mist. Helfen die denn auch wenigstens beim Arbeiten? Ja, so ein bisschen. So, die macht ja, da also. Das ist ja cool. Happy sagte mal, die bessern dann so Zäune aus und so ein Shit. Wow. Die sollen gießen, sollen die. Ja, gießen machen bald die Sprenkler für uns. Aber dafür brauchen wir einen Goldbarren und einen. Na, guck Silberbarren mal, die oder Eisenbarren. Schon mehr als ich brauche. Oder mal die Hühner streicheln. Ding? Für einen Sprenkler in gut, ja. Die ersten Sprenkler sind scheiße. Die will ich gar nicht bauen. Die machen nur Norden, Süden, Osten, Westen und nicht drumherum. Hm. Nicht so ein Neunerfeld quasi. Ja, genau. Deswegen, ich würde halt immer erst die zweiten Sprenkler bauen. Aber dann sind die Gönner. Ah, die gießen scheinbar auch laut Chat. Die gießen unter die Tiere. Ja, das ist quasi, ne? Dann hast du ja endlich mal Arbeiter da hier. So wie Bauer sucht Frau. Test ja auch immer da. Kannst du denn auch gut irgendwie die Kühe misten? Kann ich so gut kochen? Kannst du gut kochen? Weißt du, sowas fragen die dann immer. Ich bin schon wieder am Sack. Vergesst halt immer. So schnell am Arsch. Mit Energie vergisst du dann immer, oder was? 14. Muss man für eigentlich für 1.6 einen neuen Speicherstand anfangen oder kann man theoretisch seinen alten weiterführen? Weil wisst ihr das? Ich für 1.6. Man kann den alten weiterspielen. Jetzt? Solange du keine Mods drauf hast, kannst du den alten weiterspielen. Genau, du kannst wohl weiterspielen, aber ich glaube, er hat empfohlen, einen neuen anzufangen, oder? Aber auch, ja. Weiß ich nicht. Ah, kurz auf Klo wieder. Oh. Oh, bei Jay, der hat auch kein leichtes Leben. Das hört man in seiner Stimme. Jetzt wissen wir, wo der ist. Können wir den einbauen? Stimmt, da rechts ist eine Stelle für Fische fangen. Das ist gut, Chat. Da
Dankeschön, Jojo, für den Resub, Senna und Slü. Und danke, Global Strike Force, für die 5 Euro Trinkgeld. Dankeschön. Zauberhoch E-Sports, so lobe ich mir das. Jawohl. Was hat Pierre hier eigentlich? Der Altar von Joba. Was ist denn das für eine Sekte? Chat, nächste Woche Dienstag übrigens, könnt ihr euch auch mal abends einstreichen. Da wollen Christian und ich nämlich mal richtig schön eine kleine Runde Euro Truck Simulator streamen. Bauen wir dann eigentlich ein Unternehmen auf, so seriös? Ja, warum nicht? Hätte ich Bock drauf. Ich glaube, vielleicht könnte ich meinen Speicherstand... Ah, jetzt sind die pennen gegangen, leck mir doch die Eier. Ich habe ja noch einen Speicherstand, vielleicht können wir den... Haben wir zumindest schon mal anfangs cash, dass man sich einen LKW ohne... Kredit. Ja, das wäre cool. Können wir mal gucken. Weil nächste Woche kriegen wir keinen Stardew Valley Stream hin. Weil Jay ist recht viel weg. Was ist denn jetzt los? Achso, Nacht. Da musst du dir aber vorher noch die Addons auf jeden Fall holen, damit wir überall hinfahren können. Ah, okay. Also so DLCs meinst du? Mhm. Kein Thema, ja. Da passt vielleicht auch die Fragen mal schön rein. Können wir denn dann hinfahren? So ganz Europa? Können wir theoretisch nach, keine Ahnung. Können wir nach Sylt fahren? Okay, das ist ja Deutschland. Können wir nach Italien fahren? Sylt ist immer, ja klar. Oh. Auch auf die südliche Insel, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Sizilien? Sizilien? Du kannst auf eine der Inseln, ja. Ich weiß aber nicht, ob Sizilien ist. Oder ich war in die andere Seite. Keine Ahnung. Ja, kann man. Guck mal. Geil. Fährst du da mit so einer Fähre, fährst du dann dahin? Kann man nach Moskau fahren? Ich glaube, Russland ist nicht drin. Aber Russland ist kein Teil von. Was ist mit den baltischen Staaten? Estland, Lettland? Weiß ich gar nicht. Ich guck gleich mal nach. Ich möchte nur nach Litauen. Nein, keine. Blacken ist drin, schreibt einer. Okay, ich glaube, Balkan ist drin. Balkan? Estland, Lettland, Litauen geht. Ach, guck mal. Ja, da war ich auch noch nicht. Bin eher im Süden rumgegummelt, so südlich von Österreich, da Richtung... War ich in Rumänien? Ich glaube schon. Also nicht südlich von Österreich, aber südöstlich von Österreich. Peter wird es wieder nicht heimschaffen. Doch, diesmal wohl. Moment, ich gehe sofort los. Wo bist du denn? Oben bei der Mine. Ja, das schaffst du easy um 23 Uhr. Kann man auch in die skandinavischen Länder fahren? Er hat extra das Headset abgezogen, damit ich jetzt getrollt werde. Habt ihr irgendwas gemacht? Nein. Nee. Enttäuschend. Wo bist du denn überhaupt? Ich weiß auch nicht, wo du bist. Ich lieg die ganze Zeit im Bett, weil ich energy-less war. Ich wollte Cash holen, damit wir uns morgen den Hühnerstall leisten können. Ich habe Reissprossen bekommen. Skandinavien gibt's. Ich möchte ins nördlichen Part von Norwegen fahren. Ich möchte haben wir noch 8 Tage im Frühling? Ja, ne? Ja. Gibt es 31, ja, glaube ich. Ja, haben wir. Sie haben 10, genau. Geil, ah, dann geht's 20, bis 28, okay. Dann muss ich eben noch schnell Reis pflanzen. Musst du am See pflanzen. Was? Wie am See? Am See. Was? An unserem Wasser. Dann wird er dauerhaft gewässert. Direkt daneben? Schon 120. Ja, wie Zuckerrohr bei Minecraft. Muss halt einmal hacken. Oh, das gibt hier wieder Cash, gibt das, Cash gibt das. Okay. Hab noch nie Reis gesät. Leute, ich habe nur 5 Idioten. Oh, die Lachsbeeren habe ich vergessen. 0,50, Christian. Ja, kein Problem. Ich habe nur den Reis noch schnell rausgehauen. Da habe ich dir die ganze Zeit so einen scheiß Brief, den habe ich doch schon gelesen. Diesmal nicht gefällt. Dankeschön, Jojo, für den Resub-Sender. Oh. Global Strike Force für die 5 Euro. Das habe ich schon vorgelesen, sorry. Timsel, dankeschön. Und TrapX020. Danke euch. Wie geht's euch, Jungs? Sonst so schönen Tag gehabt? Ja, war ein guter Tag heute. Schön aufgehört. Oh. Geil, ich habe jetzt die Recycle-Maschine gelernt. Und den Wurmeimer. Was macht denn der Wurmeimer? Köder. Köder macht er.
Ich weiß noch gar nicht, wie man Köder benutzt. Brauchst du eine geilere Angel für. Wir haben so viel Cash gemacht, Leute. Alles klar. Wie ich jetzt... Achso. Regen! Oh, da muss ich wieder nicht gießen. Hm, wie angenehm. Jody braucht frischen Blumenkohl. Jody braucht frischen Blumenkohl. Das sollten wir machen. Ich hab frischen Blumenkohl gefunden, ist ja komisch. Dann gönn dir mal hier einen. Okay, dann zieh mal hier einen ab. Aber ich gebe dir einfach. Bist du. Ich steh neben dir. Wo wohnt Jody denn? Scheiße, dann nimmst du mir alles weg, ne? Ne, einen. Hehe, weg ist auch nicht. Hast du mein Herzchen gesehen, was über meinem Kopf kam? Ja. Da war gelogen. Okay. Wo ist denn Jody? Wer ist überhaupt Jody, Alter? Die Grünhaarige, glaube ich, oder? Na, Gas hätte gerne... Nee, das ist die andere. Joja-Cola. Pff, das nehme ich nicht an. In der Angel kriegst du das. Relativ easy. Jody. Ja? Wie sieht sie aus? Keine Ahnung. Ist das die, die unten die Hühner verkauft? Sieht so ein bisschen jemand aus. Hat schon Holz und Stein genommen. Ja, ich... Ach, Jody. Ja, das kann sein, dass das die... Nee, das ist sie nicht. Ist sie nicht? Hast du nachgeguckt, wie die aussieht? Ich finde, die sieht so aus. Okay. Frau von Pierre, vielleicht ist das auch nicht die, sorry. Okay, wie kommen wir an die Frau von Pierre? Wo treibt die sich rum an einem schönen Freitagsmorgens? Vielleicht bei Pierre? Was ist hier denn für eine Quest? Gar keine, hä? Doch. Bei mir ist da eine Quest. Ach, die Cola, die hast du ja auch vorgelesen. Das ist mir doch scheißegal. Wann macht der auf? Erst um 9? Ja. Dann macht der Laden oben auf. Das ist so zum Kotzen. Die Frau von Pierre ist Caroline. Hä? Was? Im roten Haus. Rotes Haus? Oh. Wo ist denn das rote Haus? Sweet Caroline. Oh. Ach, hier ist das rote Haus. Im Haus, okay. Wait, Jay wartet hier auch schon. Jetzt wüsste ich mehr. Das ist aber das blaue Haus. Machen die alle erst um 9 Uhr auf ihre Häuser oder was? Ist da Jody? Das ist aber blau. Ja, rot, blau, ist doch egal. Hier ist die eh nicht. Aber wie doch, die richtige Mutti jetzt. Ja, auch uns das nicht sagt, so, ne? Was soll ich denn sagen? Ja, das ist bei mir. Ja, keine Ahnung. Ihr sucht Jody, ne? Ich weiß, wo die ist. Ja, ihr seid doch pünktlich angekommen. Ihr müsst ja auch ein bisschen mal Eigenleistung bringen, ja? Hast du deinen Blumenkohl gerade gegessen, Christian? Ah ja. Okay. Wäre ein bisschen witziger, einfach ich hab halten. Den gerade verkauft. Ein bisschen Eigenleistung. Weiß ich denn, haben wir denn Jody jetzt offiziell ein Geschenk gemacht? Nein. Kann man Personen hier von ihren Partnern abbringen? Du meinst... Kann man verheiraten? Aha. Geht nicht. Das sind ja alles treue Seelen. Guck mal, ich bin so gut mit Hayley befreundet, dass ich die in ihrem Zimmer besuchen darf. Ich finde das nicht gut, mit welchem Ton du das immer sagst. Das Wetter ist viel zu furchtbar, um das Bett zu verlassen. Ja, kein Problem, ich komme rein. Ah? Ja, jetzt versuch Kick, mein Peter. Und kaufe ich jetzt hier den großen Hühnerstall. Ich hab den ganzen Morgen meine Haare gemacht, jetzt wird der Regen sie sicher ruinieren. Gar nicht so viele Sachen. Doch, ja, Hayley, war ein nettes Gespräch, mach die Tür mal wieder zu, sonst kommt der Peter nachher hier noch rein. Nein, ich darf da nicht rein. Ja doch, aber wenn ich die Tür aufmache, ist die doch offen, dann kannst du da reingehen, oder? Das schaltet sich erst frei. Okay, Hühnerstall wird upgegradet. Geil. So, ich kann aber noch nicht den geilen Sprinkler bauen. Wir müssen dringend die Mine machen. Ja, okay, ich gehe. Ach so, müsste nicht langsam unsere Dinger aufgewertet werden, weil dann könnte ich in die Mine gehen. Müssten nicht unsere Dinger aufgewertet werden? Ja, wir haben ja, also Jay und ich haben Werkzeuge abgegeben zum Aufwerten und ohne die kann ich halt nicht in die Mine. Geh da jetzt mal. Richtig. So, hä? Wait, die Gießkanne von Jay und? Meine Gießkanne ist weg. Ja, die ist wieder da. Meine Spitzhacke ist da, wird da gerade aufgewertet. Achso, ja, die müsste ich immer aufwerten. Oh, ja, was haben wir denn da bekommen? Komm, jetzt meine mal ab.
Was ist das denn? Granit, ein Mineral. Kann ich das verschenken? Ready. Okay, dann gehe ich in die Mine sofort. Ja, ich gehe auch mit. Ja, 12.40 Uhr, Junge. Ah, das lohnt sich gar nicht mehr. Wobei, vielleicht schaffen wir 5. 5 Level reichen. 5 Level schaffst du. Granit spende ich jetzt dem Museum. Neue Belohnung! Habt ihr schon Boden für das Gemeinschaftszentrum angebaut? Ich denke nicht. Wir bekommen Sternfruchtsaat. Haben wir nicht. Und eine stehende Geode. Nice. Gibt nichts Gemeinschaftszentrum. Verstehe immer noch nicht den Vorteil von den verschiedenen Farmabschnitten, wenn manche Farms halt einfach viel kleiner sind und dadurch schlechter. Also wie jetzt hier dieses Meadowlands. Hat halt viel weniger Anbaufläche. Spielfläche. Kannst du gar nicht so groß bauen. Ja, das ist halt für Leute, denen Min-Maxing scheißegal ist. Ja, oder die halt nicht viel Farming betreiben, sondern irgendwie lieber angeln oder kämpfen oder so. Brauchst halt nicht. Ja, aber dann kann ich, also das ist ja egal, ich kann ja den Hof auch richtig schön bauen mit geil Deko und so und Zeug und trotzdem habe ich dann weniger Platz einfach. Ja, aber hast du nicht das blaue Gras für die Tiere, weißt du? Ja, was will ich mit dem blauen Gras? Das grüne, grüne Gras bringt, was bringt das blaue Gras überhaupt? Hält, glaube ich, länger, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht mal, was das bringt. Ist geil für Tiere. Macht happy. Happy ist, glaube ich, gut, weil die müssen erst happy sein, bevor du die irgendwie entweder mehr Geld kriegen zum Verkaufen oder die paaren kannst. Oder wie war das denn nochmal? Ich weiß nicht. Ja, aber das grüne Gras macht die auch happy. Ja, aber nicht dasselbe wie das blaue Gras. Ja, aber mehr als 5 Sterne gibt es nicht. Ja, aber das grüne Gras macht die doch nicht instant 5 Sterne, oder? Ja, dann machst du das halt, dann kraulst du den 10 Tage lang das Euter und dann ist ja, auch gut. Vielleicht brauchst du beim blauen Gras halt nur 5 Tage. Ja, ist ja krass. Dann lohnt sich das Spiel, da gibt es keinen Gewinn und verlieren. Da machst du ja, natürlich, der Peter, ich verstehe das doch. Ja, ich bin aber mir nicht sicher. Ja, ich verstehe halt nicht, warum die nicht einfach eine gleich große Fläche haben. Achso, die anderen Dinger auch ein bisschen zu gleich groß sind. Okay. Ja. Da, umso weniger Platz ich mich zum kreativen Ausleben habe, desto schlechter ist für mich die Map. Okay, sonst ist ja auch nichts Spannendes. Mir nicht. Ihr müsstet schon Eisen farmen können, ne? Ja, sind wir bei. Nice. Also ich nicht, also das geht glaube ich mit meiner Spitzhacke gar nicht, oder? Doch, oder dauert das nur länger? Zangetsu, dankeschön für 15 Stufe 1 Subs. Oh, dankeschön, wow. Thank you. Was ist denn jetzt los? Das frage ich mich aber auch. Die gehen mir voll auf den Sack hier. Wir müssen hier weg. Das ist hier das Ende. Ja, das ist der Flieh! Ah, guck mal, hier ist ja auch der Aufzug. Also wir haben 18 Uhr. Komm, kannst du schaffen wir überhaupt vielleicht noch? Ja, wie viel halten die aus? Willst du mich komplett verarschen? Oh, ich hasse aber diese Dinger, die hier so rum. Die verlangsamen. Deswegen hast du die wahrscheinlich auch, ne? Yes. Das sind geil, die Kohletierchen. Die sind die besten. Echt, das hier nicht mit meiner... Mach das dicke. Doch, kannst du. Ja. Viele Steine. Steine brauchst du richtig viele, wenn du ein bisschen ein paar Farmgebäude machst. Ah, die kriegst du in der Mine auch ganz... hier. Kriegst du in der Mine auch ganz gut. So, kann ich Eisen abbauen? Mach du mal das, ich mach das. Bräuchte, ich hätte... ich brauche einen Schlag mehr. Mega. Ich finde das so schade, dass Stardew Valley nicht rausgekommen ist für die Switch. Also nicht rechtzeitig rausgekommen. Ja, nein, der Patch.
Sonst könntest du während des Fliegens die ganze Zeit, wa? Ja, sonst kannst Balator auf der Switch spielen. Achso, das ist auch absehbar. Das, ja, das ist aber... Weißt du, bei mir ist das halt immer so, ich zock ein Spiel richtig crazy und dann habe ich irgendwann gar keinen Bock mehr drauf. Ja. Das ist bei Balator so der Fall gewesen. So, da, das habe ich, keine Ahnung, 30 Stunden gezockt und dann genug gehabt von Balator. Obwohl das ein hervorragendes Spiel ist, aber es hat mich 30 Stunden einfach auch sehr gut amüsiert, ne? Das schafft kein COD die letzten 10 Jahre. Bist du wieder verhext hier? Oh, eine gefrorene Geode. Ist hier gerade jetzt aber wirklich Abfuck. Da gehen wir nochmal zu Haley, die freut sich über eine Narzisse. Du kannst ja nur zweimal die Woche was schenken, ne? Ja, eben, Jay, also. Außerdem habe ich mehr als ein Eisen im Feuer, kann ich dir sagen. Aha. Das freut mich. Sag mal, wir haben gleich alle hier durch. Das ist doch. Ja, ah, hab's, ja. Christian. Das eine, was wir ausgelassen haben. Ich kaufe mir jetzt nicht für 16 Stunden Flug, kaufe ich mir jetzt kein Steam Deck. Also, das ist jetzt ein bisschen too much. Aber 16 Stunden hin und zurück? Nee. Nee. Nee, zurück. Ach, schon, so, stimmt. Nee, sind 16 insgesamt. Ja, ja. Plus halt Wartezeit so, ne? Aber ich meine, ich bin halt da mit Steini und Tactics, also. Ja, ne, dann würde ich mir aber auf jeden Fall was zur Ablenkung holen, weil da will man sich ja nicht mit unterhalten. Ja, das, ne, ja, aber gar keinen Bock, ey. Stunden, Alter. Ich kann mich ein bisschen über Schalke also, machen. Also, das ist immer so eine halbe Stunde labern und danach denke ich mir, alles klar, Leute, Filme gucken. Viel Spaß beim Flug. Nein, Fliegen das Schlimme ist, das Schlimme ist, René ist auch noch. Oh, ich hab gefunden, Christian, oben rechts. René ist Bayern-Fan, ey, da werde ich mir was anhören müssen. Ja, und? Ja, weil ich mir das anhören muss, weil die wahrscheinlich am Wochenende Dortmund schlachten. Nein, ich habe keine Energie mehr, Christian. Warum das denn? Weil Dortmund Balls sackt. Die waren in der Champions League, waren die gut und Bayern ist jetzt nicht so stark. Links? Oh Gott. In anderen Jahren. Hä, das also war noch alles nicht andere als 3 Tore Unterschied, Sieg Bayern, wird mich wundern. Wie viel Energie hast du noch, Christian? Noch ein bisschen was. Warum? Brauchen wir eine mehr, oder? Ist doch eine Höhenkarotte, Peter. Peter, da ist doch der Gang nach unten schon. Oh, snacke dir was. Ich hab Aquamarin gefunden. Lass mal schnell runtergehen. Nice! Guck mal, haben wir hier Mails. Hundra-Stiefel, Junge! Was macht der gerade Scheiß? Verteidigung und Immunität. Ja, was machen die anderen? Plus 1 Verteidigung und die anderen machen plus 2 Verteidigung. Plus, ah, geil, die sind um plus 1 besser. Kann man mit den Stiefeln irgendwas machen mit den alten Chat? Im Müll schmeißen. Ja, oder verkaufen. Nee, bei der Gilde verkaufen. Kann man ja nicht mal. Doch, bei der Gilde. Ah, ja. Also zumindest konnte man da das Schwert verkaufen. Ob man da die Stiefel verkaufen kann, weiß ich natürlich nicht. Na, immerhin. Dann verkaufen wir bald bei der Gilde. Fei der Hilge. Alter Shadowman, was ist los bei dir? Wickelte. Ja, ist ja gut. Spiel, chill mal. So, habe ich jetzt irgendwas, was wir abgeben müssen. Ja, Holz, okay, ja geil. Deine Mutter. Stein auch noch. Ach, eine Kristallfrucht müssen wir abgeben. Ich okay. Habe die Kuffe, mein Haus. Ja, für Winter. Das ist so ein Winterzeug. Gut, dass ich das jetzt schon hab. Ja, von den irgendwelchen Frostviechern da bei euch in der Höhle. Ich hoffe, es regnet morgen, denn ich ditche jetzt mal einen Tag. Geh mal auf Klo. Was ditchst du denn? Achso. Du musst aber hier bleiben jetzt für einmal den Screen. Ja, ja, ja. Ich muss für mich ja sowieso wieder ins Bett legen auch. Achso. Alter. Ja, ich kann jetzt Zapfahren machen. Blumenkohl hat richtig reingegönnt. Ja, Blumenkohl ist ein Gönner. Ja, verbessere ich mir denn dann für Werkzeug. Auch die Spitzhacke wahrscheinlich, ne? Dann... Dankeschön, Sunny Bar für den Resub und Big Bang Puff und Danu Bono. Dankeschön euch. Und Halanki und Taron und Numeria, Basti Grimm, Beppo, Bait. Danke euch allen. Schön, dass ihr hier seid. Freue mich sehr. Jetzt müssen wir erstmal gießen, ne? Okay, die Samen habe ich nochmal reingepackt. Können wir Quarz nicht verkaufen?
Ich glaube, das ist auch ein Material, was wir zum Craften brauchen. Okay. Also Gold haben wir noch nicht, Jay, für die Sprenkler. Ja, das kriegst du ja später. Ist nicht schlimm. Oh, da ist irgendwas, was man ernten kann, denke ich. Blumenkohl. Hat sich hinter der... Ja, hinter der Vogelscheuche versteckt. Der Vogelscheuche versteckt. Quarz wird zu Refined Quarz gebrannt. Okay. Da muss man auch noch mal brennen. Dann werde ich ab jetzt aufhören, den zu verwirrt durch die Gegend zu verschenken. Ja, Christian hat mehrere Eisen im Feuer, gesponsert von unserer Arbeitskraft. Pah. Community-Gedanke. Wenn ihr die Kühe nach Zuschauern benennt, möchte ich gerne von Chris gemolken werden. Alles klar. Okay, cool. Okay. Ich kann Kühe melken. Ich habe ja als kleiner Bub gelernt, weil wir ja immer im Skiurlaub in Österreich waren und da waren wir immer am Bauernhof. Wir hatten immer Kühe da unten. Ich habe in meinem Singleplayer-Spiel habe ich auch die Kühe Trilux und Dalu genannt. Das finde ich auch mal lustig, wenn ich die melke. Und wenn die sich dann... Da kommt immer, oh, ich bringe die kleine... Die kleine Trill bringe ich zum Stall oder sowas. Und dann die kleine Dalu kommt jetzt zum Stall. Lach ich immer. Die kleine Dalu. Ja. Komm schon, jetzt mach doch endlich den Laden auf. Das muss auf Klo. Und ich habe 4 Enten. Also. Die heißen wie ihr. Enten? Ah, Enten. Ja, Enten. Na okay, finde ich gut. Ist da so eine richtig fette bei, die richtig geile Sachen gibt? Hast du nein, einfach nur scheiß Eier. Nur alle 2 Tage. Die kommt direkt faul da raus. Danke, so feiert ab, V2. Oh, wo ist denn jetzt hier Robin wieder? Macht die wieder Yoga? Ey, was ist denn auf dem Tag? Heute ist, oh, Samstag. Heute dürfte der Laden ja gar nicht geöffnet haben, oder? Ja, nur Mittwochsruhetag. Samstag ist ein normaler Arbeitstag. Yoga macht keiner. Wen suchst du? Robin. Lol. Die haben Hinterausgang? Jeder Mensch hat einen Hinterausgang. Ach nee, da ist noch ein Zimmer von Caroline. Ich dachte schon, die ist in den Garten gegangen. Dunkel schon wieder. Robin, wo bist du? Ja, danke, Shadowman. Aber ich weiß, dass du betrunken bist, deswegen nehme ich das nicht so ernst, was du sagst. Hier ist Penny. Aha. Ja, ja, ja. Oh, da gibt's wieder Geschenke für Penny. Ah, ja. Aha. Wofür suchst denn du Robin? Was brauchst denn du? Ich hab noch die Axt. Der hat die Axt in der Hand. Ah. Wenn ich Robin sehe, sag ich dir Bescheid. Oh, hey, ich verspüre den Drang, shoppen zu gehen. Alter, das sind genau diese Sprüche, die es bei der Simpsons-Folge von dieser Malibu Stacy-Folge ab von sich lässt, wo Lisa feststellt, dass die alle so dumm und hohl sind. Ich möchte mich frisieren. Das ist zwar sehr stereotypisch, aber die starten alle als Stereotypen und je besser du die kennenlernst, desto mehr wird klar, das sind alles tolle Leute. Ach ja, die baut den Hühnerstall, natürlich. Bist du lost, Junge? Da ist sie! Mann, ich such mir hier einen Arsch ab. So, die Dinger sind voll süß. Was ist denn mit dem Rand? Das muss man sie erstmal töten. Ja, gut, aber dafür gibt es auch Kohle. Das stimmt. So, Robin, möchtest du denn auch jetzt die Axt haben, während du hier arbeitest? Geil. Wir brauchen mal ein Silo. Das Heu, ja, das stimmt. Dann können wir das Gras nämlich mal gut absägen, weil das wächst echt insane. So, was wollte ich jetzt hier machen? Das hier können wir nochmal pflanzen. Ich
fühle mich irgendwie nicht richtig ausgerüstet für diese Level hier und krieg voll auf die Phrase. Ist vielleicht aber auch der fehlende Skill. Alter, eine Schutzbrille. Was? Damit wirst du nicht gemobbt in der Schule. Das ist Steve Urkel, oder? Ja. OP, das ist gleich down. Hast du gerade wieder nichts zu tun, oder was? Ich angel. Achso. Das hat hier wieder meinst du, mein Premium-Gameplay kommentiert. Natürlich, das Backseat-Game ist super. Ja. Die ganze Zeit nur Backseat-Game hier rein. Hallo! Ich auf die Eier hier. Peter, mit der Spitzhacke würde ich nicht die Fledermäuse angreifen. Lohnt sich mehr, die mit Schwertern zu bekämpfen, die Fledermäuse. Ja, danke für die Tipps. Sehr gerne. Du bist der Profi. Aber deswegen ja, dafür auf musste ich. Es hat aber auch erst lange gedauert, bis ich das herausgefunden habe, dass ich mit dem Schwert eher die Fledermäuse platt machen kann. Ich habe sie sonst immer mit der Sichel angegriffen. Ja, bei Minecraft ist die Holzhacke besser. Mhm. Holzhacke, ja, auch noch nicht gehört bei Minecraft. Ja, danke, ich gebe dir gerne Tipps zurück. Ich habe eigentlich sonst immer mit der Axt gekämpft. Bei Holzhacke? Ist die neu? Was haben die jetzt neu dazu gepackt? Die Axt. Ach so. Damit hackt man doch Holz. Peter hat den lila Stein ignoriert. Oh nein. Welchen lila Stein? Oh nein, da ist immer ein guter Edelstein drin. Hab ich nicht gesehen. So ein lila Stein. Ich habe hier wieder 5 Level gemacht. Du hast gesagt, wir müssen diese scheiß Mine machen, während du da rumangelst. Ja, tut mir leid, dass ich meine Spitzhacke abgegeben habe, damit ich da auch mal vorankomme. Ja, ich glaube, da tut dir in Wahrheit gar nicht leid. Ja, da tut mir schon leid. Ich sehe ja, wie du da versagen bist. Ich habe 5 Level gemacht. Da tust du mir schon leid. So viel Energie hast du nicht mehr genug Energie für die nächste Runde auf jeden Fall. Ich will aber diesen Geist einmal killen. Falls der irgendwie killbar ist. Der ist schon killbar. Richtig viel eingesteckt von mir. Das dauert nur ewig. Das ist ja hier. Ach, guck mal, ist ja 17:30. Entspannt, oder? Kann ja ein bisschen angeln. Angeln. Das macht halt 0 Damage. Das stimmt nicht, das macht mehr als 0 Damage. Guck hier, zack. 2 Damage. Boy. Ich habe wieder Sachen zum Spenden. Ah, es ist gestorben. Solar Essence, nice. Ne, scheint, ihr könnt wirklich nicht so sehr Backseat-Game, BJ. Das ist unschlagbar. So, massiver Fang! Jay hat den Erfolg massiver Mutter? Fang erhalten. Ich hab Haley gerade verführt. Danke, The Thingflow, Tazax, Nobita, Xerox und Zerbelo. Herr Dagger kommt auf Stufe 60. Ich weiß nicht, ob Peter damit umgehen kann mit dem Kampfstachel. Ja, schwierig. Also werde ich jetzt hier auch noch angemault vom Chat. Also ein Hund. Eine Sardelle. Was macht man mit Solar Essence? Das müssen wir wahrscheinlich auch behalten, wa? Ja, das Monsterbeutel kannst du irgendwo zu vercraften. Brauch wahrscheinlich mal irgendwann eine neue Truhe. Na, oder eine Sortierung. Wir haben eine zweite jetzt quasi aufgemacht. Ach, wir haben 2 Sachen, die man dem Museum spenden kann, sehe ich gerade. Das mache ich morgen mal. Und gehe zu dem Schmied. Dann nimm die Geoden mit. Ja, deswegen habe ich die, sag ich, ich gehe zum Schmied. Geil. Hat der morgen auf? Morgen Sonntag. Ach, der Schmied soll sich mal nicht so anstellen, nur ein bisschen Sonntag arbeiten. Meinst du dazu? Das könnte natürlich sein. Chat aber auch den gesamten Stream kein Wasser bekommen. Wie kann man denn im Chat Wasser geben?
Der mit dem Wasser gießt? In den Napf gießt. Da über meinem Haus rechts ist der Napf. Wieso geben wir dem denn kein Wasser? Ja, was soll man dem Wasser aus, geben? Der kann aus dem Teich trinken. Ja, ohne Scheiß. Aber jetzt schätzt man nicht so rumweinen. Immer, wenn der wird Durst einmal hat, angelabert pro Tag, das reicht. Das ist immer belastend, ey. Was belastend? Wenn die so lange spazieren ist oder so, dann kriegt die Durst und du hast nichts zu trinken, aber fängt die an, dann will die immer aus Pfützen trinken. Das geht gar nicht. Da sind die Guardians drin. Auf der Galaxy. Und die Guardians und die machen Kakeritis. Die sind richtig übel. Die Guardians. Hat die als Welpe zweimal gehabt. Never again, Hashtag. Never again, Hashtag. Was hast du gegen Hashtags? Aber das ist immer gut. Das ist immer so die Ausrede, wenn du andere Hunde triffst und die keinen Bock auf die Besitzer hast und dann sagst du, ah nee, der Hund, die hat gerade Giardien, dann hauen die sofort ab. Sagst du, Parvovirose. Ja, da wissen die, glaube ich, nicht, was das ist. Ah, okay, das kann sein. Meine Spitzhacke ist nicht stark genug. Ich habe dir schon aufgewertet. Wenn nicht darf. Gern. Dankeschön, inaktiv. Hier nochmal 5 Euro für die nächste Schweiz. Versuch doch nochmal denselben Stein nochmal, Peter. Und Drückeberger, danke für den Resub. Was für ein Stein? Peter kloppt da gerade jeden großen Stein an. Und ich habe 2 probiert, weil ich dachte, das wären vielleicht unterschiedliche. Ist ja unfassbar hier. Ihr Ficker, wie ich auch noch dabei abgekackt. So, ich gehe jetzt schlafen. Ich guck mal, der Hund ist heute bei mir, das heißt, ich bin ein guter Mensch. Na, du hast ihm auch Wasser gegeben. Wasser? Ja, habe ich. Das konnte ich mir ja nicht mit angucken. Aber ja, auch gut, dass ich den jetzt am Ende fast des zweiten Streams weiß, dass man dem Wasser geben kann. Aber einfach machen wir noch. Vorher auch. Ich glaube, du hast sogar, also irgendwer hat dem schon mal Wasser reingegeben und haben wir spontan wieder vergessen. Nee, dann habe ich nicht gemacht. Habe ich bisher noch nicht gemacht. So. Haben wir ein bisschen geangelt. Wir haben eine Sternfruchtsaat. Wie geil ist das denn? Wieso bauen wir die eigentlich nicht an? Pflanzen wir die Weil nicht die an? Erst im Sommer ist. Das ist ein guter Grund. Danke, ja, Nekosaya, für den Sub und Get This und Psychosis und Gizmo. Danke euch allen. Oh. Ich frage mich gerade, ob wir noch irgendwas in der Truhe haben, was wir dem Museum spenden können. Was ist mit sowas wie Solaressenz? Nee, das kannst du dem nicht spenden. Monsterbeute nicht? Okay. Mitbekommen, dass kennt ihr so Mützenbommel? Mützenbommel? Ist ja, so eine Mütze, mit die halt Bommel einfach so Bommel. Aussieht wie so ein Nest, wie so ein Pudel, so ein aufgefächerter. So eine Fellmütze oder was auch immer. Ach so, doch. Ja, ist eine Frau mit zur Tierärztin gegangen, weil der Igel krank war. Oh mein Gott. Ja, die hat gedacht, das wäre ein Igel. Sich verarschen? Geht schon bergab. Fuck. Aber ein bisschen witzig, muss ich sagen. Auch nett gemeint, so. Eines Liegt auch, da ist auf dem Bild in der Zeitung ist dann halt auch so ein so Katzenfutter daneben in so einer Schüssel. Oh, wir haben einen Brutkasten eingebaut. Ja, guck, Mann, da wird jetzt erstmal ein geiles Ei reingeballert. Geil. Ich habe nämlich ein goldenes, großes Ei. Goldenes? Als ob du ein goldenes Ei hast. Also, nee, das ist mit einem goldenen Stein. Nein, Peter, spiel doch nicht so mit meinem Herz. Komm mal rein da. Was ist das, der Brutkasten? Der linke, oder? Das links. Ja, das ist die Heu, Peter. Das ist der Heu. Ja, wir brauchen neues Heu. Hier Heu reinpacken. So, das heißt, wir können jetzt... Hast du die Eier gesammelt, Christian? Ich habe die Eier gesammelt. Ich hole jetzt noch das Heu. Der Eiran. So, Jay, du musst noch gießen, ne? Nicht vergessen. Ja. Wo kommen die Eier? Was sollst du denn doch vergessen? Die Eier, ja, da links haben wir die gesammelt. Ja, da habe ich auch das Saatgut reingetan für den Sommer. Boah, Alter, wie Jay da abspritzt. Der ist geil, ne? Der kommt weiter als wir. Ja, der aber mehr einige, doppelt so weit. Dreimal so weit. Dreimal so weit. Und dreimal sogar, holy moly. Aha. Jetzt kann man hier aber eine Menge Heu reintun. Ja, für 8 Tiere, da können jetzt 8 Tiere rein. Oder wir können Enten holen. Oh, Enten! Oh, was machen denn Enten? Genau. Enteneier.
Wow. Und und Pflanzen, ja. Und Federn. Entenpflanzen. Steht da so ein Stängel. Cool. Und so eine Entenfeder brauchen wir auch für die Dingens hier, für das Gemeinschaftszentrum. Der hat schon so kleine Augen, ey. Der muss gleich erstmal schlafen gehen. Ich habe zwei Sachen dem Museum gespendet. Ich muss gleich. Ich habe kleine Augen, weil ich suspicious bin dir gegenüber. Was? Du hast kleine Augen, weil du mir suspicious gegenüber bist? Ja, deswegen. Verstehe nicht. Kneife ich die so zusammen. Keine Eier mehr, keine Wasser. Warum haben wir denn das Feld so fucking weit weg von einem scheiß See gebaut? Ich wusste einfach voll lange nicht, dass man Eier in den Kühlschrank machen kann. Ich wusste nicht mal, dass man den benutzen kann. Ich bis gerade auch nicht. Was bringt das einem denn, Eier in den Kühlschrank zu machen? Wir haben auch keinen Kühlschrank. Haltbar. Jo, oder auch wir haben auch gar keinen Kühlschrank. Den hast du erst bei der nächsten Hauserweiterung. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt eure Häuser erweitern kann, ehrlich gesagt. Das wäre ja frech, wenn nicht. Ja, ja, geil, so in der Frostgeode war einfach ein Stein drin. Ach, leck mich doch. Lastend. Ich habe noch was zum Verschenken für den Museum. Ja. Vielleicht reicht das wieder für eine neue Belohnung. Wäre gut, ich habe nämlich schon zwei Sachen reingepackt. Jetzt habe ich noch mal zwei Sachen reingepackt. Wenn du jetzt dann eine hatte Sache ich, da dann reinpackst. Dann haben wir fünf. Oh, sieht nicht so aus, als hättest du was. Hä, aber ich habe da extra Aquamarin dabei. Das war aber reingelegt. Ich dachte, das Mineral hätte der gerne. Ja, dann gehe ich mal ballern, wa? Heroin? Auf in eine Kneipe. Der Fakt, dass ihr das Museum nicht farbig sortiert, macht Mick irre. Ich mache auch immer, mich triggert das auch des Todes, dass das also so ist, aber ich habe aufgegeben. Ich mache das normalerweise nach Art. Genau. Hör mal ja auch. Aber hier habe ich mir gedacht, ist das eh egal, weil das ist eh perlenvolles Weihe. Ja. Ja, das stimmt. Jeder ist das alles egal und dann machen, brauchen wir das auch nicht machen. Jeder ordnet ja auch schon nicht die Sachen im Gemeinschaftszentrum richtig, da, wenn er die da abgibt. Ja, mal am Arsch hängen. Ja, Haley, willst du das? Ich geb der Haley jetzt erstmal was Schönes. Als hätte er hier gerade so ein Ei vor die Füße geworfen. Oh geil, guck mal, da freut sie sich drüber. Als so wenn du immer noch bei Haley dran bist, ja unfasslich, ey. Da meine Schwester ist merkwürdig oder so. Ui. Leute, ich hab nein, ich kann ja gar nicht in die Mine. Ich hab meine Spitzhacke abgegeben. Ich wollte gerade mit der Angel. Ich wollte gerade mit der Angel so einen Stein kaputt schlagen. Mach ich denn jetzt den ganzen Tag angeln? Alles klar. Angeln, Holz fahren. Was kann man eigentlich Linus schenken? Einfach Müll? Die Katze Müll schenkt. Oder Essen. Da freut er sich bestimmt auch drüber. Hier, guck mal, ist ein bisschen mehr Rettich. Das bringt mir nicht wirklich was. Ja, am Arsch. Ja, was soll er denn, ob der einfach so ein Stück Meerrettich essen soll oder was? Ja, aber da hat er wenigstens was zu essen. Sonst wie viel Kilogramm Meerrettich kann Peter essen? Geht. Linus möchte Pflanzen. Geht. Offensichtlich nicht. Aber ich schaffe nochmal 5 Level hier in der Mine. Lol, die Woche hat ja neu angefangen. Oh mein Gott. Ja, kannst wieder Geschenke machen. Aber ich habe nichts zu verschenken. Gutes. Ich habe Sachen zu verschenken. Hier, guck mal. Ah, bam. Woher wusstest du das? Das sieht lecker aus. Ja, hier. Woher hast du immer Sachen? Ich verstehe das nicht. Aus der Mine. Ja, immer aus unserer Truhe. Nein. Ich finde die wirklich. Aber ich, Alter, wer hat denn sein Deko-Objekt mitten in der Stadt draufgelegt? Ich hab ich vor Haley gepackt. Wie willst du das? Oh Mann, ey. Jetzt steht Abigail davor und guckt sich das an. Ja, dann erfreut das. Blockiert einfach jetzt die ganzen Wege. Nee, die ist einfach durchgelaufen irgendwann. Ach, dieser scheiß Geist. Zum Glück hat der Aggro auf Jay. Oh, guck mal, da ist der Haley. Hallo?
Meine Schwester ist so merkwürdig. Ja, bla bla, sammel mich nicht voll. Hier Geschenk. Schock für mich, danke dir. Soll ich dir einfach zwei geben? Kann ich dir einfach zwei Geschenke machen? Nee, weiß ich nicht. Der hat Gelaber von, der interessiert mich erst ab einer gewissen Herzanzahl. Vorher ist da einfach noch keine Chemie. Gute Nacht, John Corden. Du machst doch gar keinen Schaden diesem Geist, wenn du keine Hurenwaffe hast, ey. Wir müssen unbedingt jetzt auf Level 60, Peter. Lass mal hier kloppen. Ja, ich kloppe ja. Piss dich. Schneller, 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 schneller. Ping voll in die Fresse. Ah, ja. hier links. Da, ja. Nein! Yeah, he's back. Ich frage mich auch bis heute, weißt du, so wie geht eigentlich so ein Writer-Meeting ab? Weißt du, ah ja, neue Folge Family Guy. Ja, was könnten wir denn tun? Oh, wir könnten machen, dass der kleine Junge verstört wird, weil der alte Mann seiner Mama ins Gesicht gewichst hat. Wie kommt man raus? Guck mal hier. Ja, ich habe eine Kaffeebohne gefunden. Ich finde jetzt hier Zwergenschriftrolle 2. Die habe ich in meinem einzelnen Safe-Game ein Jahr lang nicht gefunden. Und jetzt finde ich die Scheiße. Lächerlich. Zwergenschriftrolle 2, Junge. Gotteslachs. So eine Kacke. Ja, du brauchst viel schon den Schriftrollen, dass ich da mit dem Kack-Zwerg labern kann. Woher redet der nicht mit mir? Und dann kann ich den kannst du auch klar machen. Ein Zwerg halt. Wohnen hier. Ich habe den Zwergeshelm schon gefunden und dem Museum gespendet. Hey, das sind hier Außerirdische. Ihr seid so ätzend, ey. Ist euch. Hallo? Ma. Die Bombenpreise bei Zwergen. Aber hier wieder auf sich warten, die Scheiße. Ja. Ja, schrecklich. Kommt bestimmt wieder ein Geist. Das war noch nicht. Da sind ganz schön viele Gegner. Ja, die ficken mich auch gerade. Aua, 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 aua. Da sind super viele Gegner. Ha, nächstes Level. Tschüss. Mach's dann schon, Peter. Ah, Teamgame. Ich hab immerhin gesagt, dass da eine Treppe ist jetzt. Zum Glück habt ihr keine Allianz gebildet. Ja. Danke, Flori. Ja, das Problem ist, mit Allianz verbinde ich halt auch Bayern und das ist nicht unbedingt was Gutes. Danke. Nee, das wissen wir, das Allianz. Ja. Hier, du, das ist nix. Das ist eine gute Versicherung. Das ist halt gegen die. Die Versicherung sage ich ja jetzt auch nichts. Oh, ich habe schon wieder Reissprossen bekommen. Peter, du musst jetzt kloppen hier. Ich bin kaputt. Ich habe zu viel gekloppt. Ist bei sowas jetzt hier das in der Mitte oder kann das unter jedem Ding? Du musst ja auch schon alles gießen hier. Ja, irgendwo. Das ist aber Mist. Die kann ich nicht mehr sehen, oder? Ja, ich bin sofort dead einfach. Mal die Spirale ab. Warte mal, kann ich mir den Kalender irgendwie angucken? Ja, links. Also nicht auf die Quest gehen, falls da eine ist, sondern links davon. Bei ach hier so, bei Ronnys Pierre. Laden oder wie? Ach so, ja nee, ich dachte hier. Das ist wirklich ein nettes Geschenk. Danke dir, ja, kein Problem. Hier eiert ihr also nachts rum. Ja, aber ich wüsste gerne 21. Da müsste man noch. Geht das nicht bis 30? Geht nicht bis 30? Boah, ich hab 21er Crit gemacht, dem Scheißgeist. Was bis 30? Der Monat? Nee, bis 28. Das ist ja Mist. Hätte ich gestern mal die Reissamen geangelt. Okay, das belastet das hier. Mann, aua! Wenn die verkauft. So, okay, weg damit. Zack. Hier! Und. Ja, weiter geht's. Das war das Schwert. Ja, nee, das ist ein Dolch.
Aber okay. Besser auf jeden Fall als alles mehr Damage andere. Ist doch immer super. Ja, der spielt sich halt durch Scheiße. Aber ist auf jeden Fall besser. Guck mal, wie ja, hier. Ja. Oder hier. Brrr. Hier, zack. Einmal, kannst auch die Peter machen hier. Zack. Wie denn? Die Nähmaschine. Brrr. Mit Rechtsklick. Ach so, ah, der verteidigt dann nicht, sondern okay. Ja, das Block nutzt da sowieso keiner, oder? Wie kann ich denn ein Buch lesen? Rechtsklick drauf, wenn du das hast. Geht nicht. Wenn du das in der Hand hast. Ach so. Cool. Jetzt haben wir auch so einen geilen See. Da kann man bestimmt auch coole Sachen fischen. Das ist Level. Ja, Eispip kannst du da holen und den Glasaugenbarsch. Peter hat so Goggles an. Ja, das ist Sicherheitsbrille. Die macht aber nichts außer Scheiße auszusehen. Das ist ja dieses Apple-Ding. Vision. Apple ja, Vision. Apple Vision Pro, ja. Oh, man kann mit Tab durch die Inventarspalten wechseln. Das ist ja insane. Hättest du mich mal gefragt, Peter, ich hätte gesagt. Wie soll ich denn auf so eine Frage überhaupt kommen? Wie komme ich denn auf die zweite Spalte? Ich kann nichts in diesem Spiel suggeriert, mir, dass das überhaupt geht. Oh Gott. Doch. In den Optionen. Ja, okay. Oh, was hast du gemacht, Lustiges? Ich habe vielleicht was verkauft, direkt verkauft. Aber gekauft und verkauft? Ich habe was gekauft und dann habe ich geklickt und dann hat er direkt verkauft. Das heißt, du kriegst ja nicht den Einkaufswert zurück. Da habe ich vielleicht ein bisschen Geld verloren. Naja. Ich war auch angeln. Immerhin. Aber was kann man denn kaufen und verkaufen direkt? Ja, bei der Adventure-Gilde wahrscheinlich. Ah. Yes. Oh, und ich muss mal meine Pickaxe, glaube ich, abholen. Die müsste fertig sein morgen. Ja, also, aber mal. Wir werden jetzt diesen Stream sofort beenden. Oh. Was musst du nächstes Mal machen? Der Hund schläft. Darf ich nicht streicheln. Dankeschön, Yintech, Unknown Gamer, Dope, Boden, Flori, Xamion und Monkey Druffy für die Resets. Dankeschön. 3200, ey, die haben schon gegönnt. Die Erdberries. Aber hallo. 4000, also 4260, insgesamt sogar 4260. Ja, ich habe jetzt nur die, die normalen, ohne, ja. Das war schön, lieber Chat, das war doch entspannt, spaßig. Ja. Wir haben wieder 10.000. Wir haben wieder 10.000 gesammelt. Wir haben echt einen Fortschritt erzielt. Das ist alles, wie man sich das wünscht, Leute. Schöner Abend war das mit euch. Dankeschön, der Steelhead noch für die 10 Stufe 1 Subs. Sehr schön. So, und wir reden jetzt eine Runde rein. Gute Nacht an alle, die jetzt ins Bett gehen. Danke an die ganzen Mods, die hier am Stüssel waren und alle anderen. Mango hat mich heute in der Spielshow enttäuscht, muss ich leider sagen. Deswegen raiden wir heute Steinwallen. Der hat doch gestern schon Raid abbekommen. Ah ja, guck mal. Das ist doch super. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Ist das die Musik von Stardew Valley? Drazak ist wahrscheinlich gerade erst dazugekommen. Wir haben jetzt gerade 3 Stunden Stardew Valley gespielt. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Abend. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Tschüss.